Also mein Name ist Peter Selin, ich bin hier Referent für Sozialpolitik und demografischen Wandel. Und wir haben also diese Veranstaltung vorbereitet und die Idee ist entstanden eben aus der Veröffentlichung dieser Studie und die Thematik ist ein bisschen, wie soll man sagen, ein Ausschnitt aus der Kinder- und Familienpolitik, weil sie im Prinzip am Subsidiaritätsprinzip anknüpft und das Netz in der Kommune stärken will, auch unter den Akteuren, die nicht professionell in irgendeiner Einrichtung arbeiten. Das ist eine etwas weitergehende Fragestellung und das war im Prinzip mit das Motiv, das hier zur Veranstaltung zu machen. Jetzt ist es mir, wie soll ich sagen, äußerst unangenehm, dass ich erst heute Nachmittag die Absage bekam von Katrin Göring-Eckardt, die irgendeinen anderen wichtigen Termin übernommen hat. Und daher kam als schneller Ersatz Katja Dörner, auch Bundestagsabgeordnete der Grünen und Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin. Und es ist schön, dass der Part zumindest auf dem Podium dann gut läuft. So, und sonst ist das Konzept im Prinzip dadurch geprägt, was ein bisschen auch eine Besonderheit ist. Die Autoren der Studie sind mehr oder weniger die Träger der Veranstaltung. Elisabeth Nia als Moderatorin ist auch Mitautorin dieser Studie und Tine Stein und Hans Bertram haben ja, die wissenschaftlichen Beiträge da hinzugefügt. Und dann ist auch noch weiter eine empirische Umfrage in der Studie enthalten, die das erste Kapitel ausmacht. So, damit übergebe ich an Elisabeth Nia. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben schon gesagt, bei diesem fantastischen Wetter und wärmsten Abend des kurzen Jahres 2013 zählt jeder von Ihnen doppelt, der trotzdem erschienen ist. Schön, dass Sie da sind. Auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank an Katja Dörner, die hier wir in unserer Mitte zwischen den Studienautoren hier willkommen heißen. Herr Selin hat schon gesagt, wir haben eine etwas ungewöhnliche Ausgangssituation für diese Veranstaltung. Dass eine Politikerin mit klugen Wissenschaftlern sich über Familienpolitik unterhält, kommt häufiger vor. Dass aber zwei davon plus die Moderatorin zusammen vorher etwas verfasst haben, ist eher ungewöhnlich. Aber das soll uns nicht in irgendeiner Form davon abhalten, hier interessant und vielleicht auch kontrovers zu streiten, zu sprechen heute Abend. Streiten auch, wenn es sich ergibt und auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben ganz unterschiedliche Themen, glaube ich, heute am Wickel. Zum einen das, was im Mittelpunkt der Studie steht, dazu sage ich gleich noch ein paar Worte, aber wir wollen auch durchaus noch uns mal so ein bisschen genereller mit Kinder- und Familienpolitik und den anstehenden Fragen, die im Moment so die öffentliche Debatte beschäftigen, darauf eingehen. Ich fange mal mit der Studie an. Ich stelle Sie, wenn ich darf, erstmal alle vor. So. Zu meiner Rechten sitzt Professor Hans Bertram, der den Lehrstuhl für Mikrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin seit 21 Jahren mittlerweile innehat. Er hat viele wichtige Publikationen mitgestaltet, hat unter anderem auch Familienberichte der Bundesregierung, verschiedene Bundesministerin, vor allem Frau von der Leyen, in der Phase, in der viel passiert ist familienpolitisch, ein bisschen mehr als im Moment beraten hat, aber vorher auch Renate Schmidt und da wichtige Impulse bei den Großthemen Zeit, Geld, Infrastruktur. Diese Trias hat er auch als erster so formuliert, die eigentlich nun in vielen familienpolitischen Debatten immer wieder vorkommt. Ich will jetzt nicht lange über das Leben vor der Humboldt-Uni erzählen. Er war auch mal Chef des Deutschen Jugendinstituts, genau heißt das, glaube ich, Direktor und Vorstand und wissenschaftlicher Direktor, wovon es, glaube ich, zwei gibt. Hat, das darf ich vielleicht noch dazu sagen, auch eine gewisse amerikanische Prägung, gar nicht nur durch Aufenthalte, sondern auch vor allem, glaube ich, durch eine Neugierde an amerikanischen Debatten. Das hat auch unsere Arbeit befruchtet. Das gilt auch für Tine Stein und in gewisser Weise auch für mich. Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die letzte Veröffentlichung für UNICEF, eine von vielen, jetzt gerade in den letzten Tagen auch für viele Diskussionen gesorgt hat. Der Spiegel hat darüber heute nochmal ein Interview veröffentlicht, das sich der Frage widmet, wie es sein kann, dass
Wohlbefinden und materielle Situationen von Kindern und Jugendlichen möglicherweise in Deutschland auseinanderklaffen und die Gründe dafür, darauf kommen wir gleich auch nochmal. Tine Stein zu meiner Linken ist Professorin für Politikwissenschaften an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel, beschäftigt sich mit politischer Theorie, so den Großthemen, habe gelesen, Legitimationsgrundlagen politischer Ordnung, dazu muss man vielleicht sagen, das ist ein weites Feld vom Zusammenhang politischer, von Politik und Religion bis zu den Grenzen des Wachstums und ökologischen Grundsatzfragen. Im Zusammenhang mit unserer Arbeit haben wir vor allem viel über das Thema Subsidiarität, so Grenzen von Staat und Beginn von Zivilgesellschaft und der Interaktion gesprochen. Und das ist auch eine der Fragen, die wir gleich gemeinsam diskutieren wollen. Vielleicht sollte ich noch sagen, Tine Stein sitzt schon seit einigen Jahren im Beirat der Grünen Akademie, der Böll-Stiftung. Das ist auch mit einem Grund, warum wir hier sind. Katja Dörner gehört zu den jüngeren Bundestagsabgeordneten, kümmert sich als Sprecherin um Kinder- und Familienpolitik, hat ihren Wahlkreis in Bonn, war da also lange auch im Rat aktiv für Schulpolitik, habe ich gerade gelernt, im Landesvorstand NRW und hat ihre grüne Überzeugung hart erkämpft in einem konservativen Milieu, kommt aus dem Westerwald. Und weiß vielleicht auch darüber einiges zu berichten, wie auch immer. Unsere Studie, ich würde gerne mal, da wir hier so zwei Professoren sitzen haben, würde ich heute Abend wirklich mal ganz didaktisch beginnen. Es ging um kindliches Wohlbefinden. Das ist so ein sperriger Begriff. Wohlbefinden klingt so ein bisschen altmodisch fast, so Wellbeing. Also man weiß nicht so ganz genau der Laie vielleicht, was man sich darunter vorzustellen hat. Man weiß nur, das ist vielleicht was anderes, als man so in der Vergangenheit so unter Kinderarmut oder PISA-Bildungsstand und so gehört hat. Das muss irgendwie ein weiterer Begriff sein. Trotzdem ist sehr viel davon die Rede. Das stand auch im Mittelpunkt dieses UNICEF-Gutachtens. Vielleicht mögen Sie, Herr Bertram, einfach eingangs nochmal sagen, worum geht es dabei, wenn die Fragestellung, so auch in unserer Studie, sich also nach dem kindlichen Wohlbefinden fragt, was fließen da für Faktoren ein, wie misst man das? Klassischerweise hat man sich... Mikrofon am besten. Verstehen Sie mich? Okay, wunderbar. Klassischerweise hat man, wenn man sich mit der kindlichen Entwicklung auseinandergesetzt, Kinder in einzelne Teile zerlegt. Also kognitive Entwicklung, sprachliche Entwicklung, Leistungsmotivation und Ähnliches. Und der Ansatz des kindlichen Wohlbefindens hat sozusagen als Grundidee, die unterschiedlichen Entwicklungsdimensionen von Kindern in einer Einheit zusammenzufassen. Jetzt muss man das hier irgendwie hinbekommen und der Grundgedanke von UNICEF dabei war, dass man im Grunde genommen die Dimensionen, die kindliche Entwicklung prägen, im Wesentlichen aus den Kinderrechten ableiten kann. Das gilt sowohl für das materielle Wohlbefinden, weil Kinder Recht auf eine angemessene ökonomische Teilhabe in einer Gesellschaft haben. Das gilt für das gesundheitliche Wohlbefinden. Das gilt für die Risiken und Gefährdungen von Kindern. Das gilt für die Beziehung zu Eltern, Geschwistern und Freunden. Das gilt für die Bildung von kindlichem Wohlbefinden. Und das gilt für die subjektive Einschätzung des eigenen Wohlbefindens. Das sind sozusagen die sechs zentralen Dimensionen, die sich jeweils aus den Kinderrechten ableiten lassen. Und wir haben diesen Begriff auch aufgenommen, weil wir eigentlich die Idee hatten, dass im Grundsatz, wenn man über Kinder spricht und darüber spricht, Kinder zu stärken, es ja nicht sinnvoll ist, sozusagen immer nur auf einen Aspekt der kindlichen Entwicklung zu achten, sondern im Grunde genommen darüber nachzudenken, wie kann ich die verschiedenen Dimensionen der kindlichen Entwicklung in einer Weise fördern, dass im Grunde genommen von der Gesundheit bis hin zur Bildung bis hin zu materiellen Bedingungen kindlicher Existenz eigentlich alle Aspekte in angemessener Weise berücksichtigt werden. Wie stehen wir denn da im internationalen Vergleich? Es müsste mal jetzt die einzelnen sechs Dimensionen durchgehen. Man kann jedenfalls sagen, dass die Bundesrepublik sich in den letzten Jahren doch deutlich verbessert hat. Beim materiellen Wohlbefinden, ich meine, die Bundesrepublik ist eine relativ materiell orientierte Gesellschaft, das wird immer dann als erstes genannt. Wenn man die Daten, wie UNICEF das macht, von der OECD nimmt, da wird das sogenannte 50%-Kriterium genommen, also 50% unterhalb des Medianwerts, bedeutet in etwa
8-9% der Kinder leben in relativer Armut. Nimmt man das 60%-Kritérium von der EU, leben etwa 15%. Und wenn man das beispielsweise mit den unseren Lieblingsvergleichen vergleicht, etwa mit Schweden, dann haben sie bei dem 50%-Kritérium in Schweden etwa 7%. Das heißt, es ist nicht so weit davon abweichend. Schweden ist ein kleineres Land und die Bundesrepublik macht sich da nicht ganz so schlecht. Wenn man jetzt zu anderen Bedingungen geht, beispielsweise zu den PISA-Werten, also reine kognitive Entwicklung, dann steht die Bundesrepublik eigentlich auch relativ gut da. Wobei UNICEF eben nicht nur die Frage sozusagen der kognitiven Bedingungen bei der Bildung untersucht, sondern auch wie viele Kinder bis zum 18. Lebensjahr entweder in der Schule oder in der Lehre sind, weil es in anderen Ländern, wie beispielsweise in Finnland, einen großen Prozentsatz von Kindern gibt, die weder in der Schule noch auf dem Arbeitsmarkt, die verschwinden einfach. Das heißt, da sind sozusagen 10% tauchen gar nicht in der Statistik aus. Aus welchen Gründen auch immer. Die PISA-Autoren können das erklären, aber das sei nur mal Rande. Das heißt, dahinter steht sozusagen die Vorstellung bei Bildung, nicht nur die kognitiven Werte, sondern auch die Teilhabe von Kindern an Bildungseinrichtungen. Gesundheitliche Bedingungen sind in der Bundesrepublik inzwischen auch relativ gut. Da liegen wir zwar im Mittelmaß, aber wir können uns eigentlich nicht so sonderlich beklagen. Auch die anderen Werte sind eben so, dass wir uns in der Regel im vorderen Drittel bewegen. Lediglich, und das sozusagen im Augenblick ja diese interessante Debatte, bei der subjektiven Selbsteinschätzung sind die Kinder je nach Alter sehr unterschiedlich. Und daraus ist jetzt diese ganze Debatte entstanden. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht unser Thema, weil unser Bericht über etwas anderes geht, den wir geschrieben haben. Was aber vielleicht man schon sagen sollte, weswegen wir auch diesen Bericht geschrieben haben, die Intention, wenn man mit kindlichem Wohlbefinden operiert, ist eigentlich auch ganz logisch, dass dann, wenn ich über die Verbesserung des kindlichen Wohlbefindens nachdenke, dann muss ich über den Kontext nachdenken. Ich kann also nicht sagen, ich verbessere allein die Schule, sondern ich muss auch zum Beispiel die Bewegungsmöglichkeiten von Kindern in einer Stadt plötzlich mitreflektieren. Das heißt, ich bin gezwungen, wenn ich einen so breiten Begriff nehme, eine Politik für Kinder zu machen, die die unterschiedlichen Elemente der kindlichen Entwicklung integriert und nicht sozusagen voneinander separiert. Und das, glaube ich, ist im Grunde genommen auch die Intention, weswegen ich das jetzt hier geschrieben habe, weil man im Grunde genommen einen berühmten Soziologen, den James Coleman, dazu zitieren kann, ganz konservativer Mann, deswegen zitiere ich ihn so gerne, weil er als ganz konservativer gesagt hat, Eltern können überhaupt die Sozialisation ihrer Kinder nicht bewerkstelligen, wenn sie von den Verwandten, der Nachbarschaft und der Gemeinde intensiv unterstützt werden. Das heißt, für einen sehr konservativen Amerikaner war es völlig selbstverständlich, die Sozialisationsleistung der Kinder, der Eltern in einen Kontext einzubetten und davon auszugehen, dass nur in einem entsprechenden unterstützenden Kontext positive Entwicklungen möglich sind, was in Relation zu Deutschland manchmal etwas anders klingt. Ich bleibe noch mal einmal kurz bei dem Begriff von diesem kindlichen Wohlbefinden. Frau Dörner, früher hat man ja nur von Familienpolitik gesprochen. Jetzt ist ganz viel von Kinderpolitik, Kinderrechten. Sie sind auch Sprecherin für beides, Familien- und Kinderpolitik. Wir haben das auch in der Beschneidungsdebatte so stark als Thema gehabt, wo sozusagen hört die elterliche Autonomie oder die elterliche Verantwortung für Kinder oder was dürfen Eltern und was dürfen sie nicht mehr. Das Gefühl, dass es da eine andere Sensibilität oder Grenzziehung gab, vielleicht als früher, wo man einfach davon ausging, dass Eltern entscheiden können, was mit den Kindern passiert und fertig. Was ändert sich dadurch? Vielleicht können Sie das auch sagen. Also was ist Kinderpolitik, was keine Familienpolitik ist? Also wie ändert sich so die Stoßrichtung, von dem man Politik macht, wenn man eben nicht mehr sagt, wir machen Politik für Familien, sondern man will richtig für Kinder was machen? Was kommen dann für andere Ergebnisse raus? Also zum einen, mein Eindruck ist auch, dass das Aufwachsen von Kindern nicht mehr eine reine Privatsache der Eltern oder der Kernfamilie ist. Und das macht sich auch an politischen Entscheidungen in den letzten Jahren ganz deutlich. Was ich interessant finde, wie Sie das auch betont haben, Herr Bertram, dass die Ausrichtung an der UN-Kinderrechtskonvention, und das ist auch eine Antwort auf Ihre Frage, dass man ganz klar ableitet aus der UN-Kinderrechtskonvention, welche Rechte Kinder
als Subjekte haben. Und dann kommt man genau auf die Dimensionen, die schon genannt worden sind. Und das macht tatsächlich dann auch den Unterschied aus zur klassischen Familienpolitik, die ja auch sehr lange in Deutschland primär im Rahmen vom Familienlastenausgleich, also auf der materiellen Ebene, diskutiert worden ist. Und über die UN-Kinderrechtskonvention als Ansatz kommt man eben zu ganz anderen Handlungsfeldern. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz entscheidender Unterschied und auch ein Hebel in der Politik, den Fokus tatsächlich auf die Kinder zu richten, wobei man natürlich auch in der praktischen Politik weiß, dass man das nicht ohne die Eltern diskutieren kann, aber es ist eben nochmal ein anderer Fokus. Können Sie mal ein Beispiel sagen, wie sich das im politischen Alltag auswirkt, also ein Thema, das für jemanden wie Sie, wenn Sie unterwegs sind, sich anders darstellt, wenn Sie auf Kinder achten und nicht auf Familien? Also ich mache es nochmal fest an der materiellen Dimension. Wir diskutieren die Abschaffung bzw. deutliche Abschmelzung des Ehegattensplittings, also weg von einer Trauscheinsubventionierung. Und wir Grüne zumindest diskutieren das ganz klar mit einem Fokus auf eine Kindergrundsicherung, die ja letztendlich nichts anderes ist als eine eigenständige Existenzsicherung von Kindern. Und da ist eben auch auf der materiellen Ebene der Fokus weg von der Familienfinanzierung hin zur Kinderfinanzierung. Beziehungsweise zu einer eigenständigen Existenzsicherung von Kindern, aber auch in anderen Bereichen, wenn man in den Gesundheitssektor guckt, die ganze Diskussion, die wir jetzt haben über frühe Hilfen, da glaube ich auch, also ich mache noch nicht so lange Politik, ja, aber ich glaube vor vielleicht 15 Jahren oder auch 10 Jahren wäre so eine in Anführungszeichen interventionistische Politik in die Familien noch nicht möglich gewesen. Und heute ist es eigentlich unstrittig, dass es Aufgabe der Gesellschaft ist, ja, an der Stelle dann vertreten durch öffentliche Institutionen, präventiv Angebote zu machen, um ein gutes Aufwachsen von Kindern zu ermöglichen. Zwei Beispiele. Ja, super. Also Kindergrundsicherung, vielleicht erkläre ich das nochmal für den Fall, dass es nicht jeder das Konzept kennt. Läuft, wenn ich es richtig weiß, darauf hinaus, dass man bestimmte familienpolitische Leistungen, die es jetzt im Einzelnen gibt, zusammenfasst. Im Gespräch ist da von vielen verschiedenen Verbänden vorgeschlagen, eine Grundsicherung von 500 Euro monatlich pro Kind, werden unterschiedliche Zahlen genannt. Sie sind dafür, Herr Bertram ist dafür, viele andere sind dafür, ist aber ein ambitioniertes politisches Projekt, das zusammenzulegen, glaube ich. Und Frau Stein, wir haben gehört, Familie und die Art und Weise, wie Kinder aufwachsen, ist keine Privatsache, sagt Frau Dörner, sagt Herr Coleman, sagt Herr Bertram. Es ist aber auch keine rein staatliche Angelegenheit, sondern es wird irgendwo dazwischen ausgehandelt. Wie sollte denn idealerweise dieses Zusammenspiel aussehen? Also wir haben uns ja in unserer kleinen Runde viel auch mit diesen Schnittstellen zwischen verschiedenen Akteuren beschäftigt. Das ist klingt erstmal technisch, haben wir aber festgestellt, das ist so einer der Knackpunkte, an denen es oft auch scheitert, wenn man über so versucht, so Grenzen zu ziehen. Was macht der Staat? Was können engagierte Einzelne oder Gruppen oder Verbände machen? Und was macht die klassische Kernfamilie? Also gibt es sowas wie eine Blaupause oder eine allgemeine Idee, wie man sagen kann, was man beachten muss, wenn man eine gute Arbeitsteilung zwischen Staat, Gesellschaft und Familie so hinbekommen möchte? Also eine Blaupause wahrscheinlich nicht, Gott sei Dank nicht, weil wenn immer es Blaupausen gegeben hat, hat sich das gesellschaftlich oft negativ ausgewirkt. Denken Sie nur an dieses Riesenexperiment des Sozialismus. Das war ja auch eine Blaupause, nachdem dann die Beziehungen geordnet werden sollten. Nein, spricht für Versuch und Irrtum eher. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu der Diskussion des kindlichen Wohlbefindens, was mir als familiensoziologische Laie in dieser Debatte aufgefallen ist, dass die wissenschaftlichen Studien im Grunde oftmals alte Weisheiten auch aus anderen Kulturen abbilden. Sie erinnern sich vielleicht an das Buch von Hillary Clinton, It Takes a Village. Ja? Das ist ein afrikanisches Sprichwort, dass es ein ganzes Dorf braucht. Es braucht eben nicht nur die intellektuelle Ausbildung in der Schule oder die elterliche Liebe, die natürlich ganz basal das Grundvertrauen im Weltverhältnis des Menschen stärkt. Es braucht eben auch die Nachbarn, es braucht die
Freunde, es braucht eben soziale Beziehungen, wo Kinder und Heranwachsende in ganz unterschiedlichen sozialen Rollenkonstellationen sich erleben können, auch in Konflikten erleben können. Und das ist, glaube ich, in diesem Sprichwort aufgehoben. Und nun tun wir natürlich gut daran, uns von so einer romantischen Vorstellung zu lösen, dass wir jetzt alle wieder in dörflichen Lebensstrukturen leben sollten. Also viele von Ihnen kennen bestimmt das Buch von dem Richard Sennett, Tyrannei der Intimität, die man ja vielleicht, wenn man vom Dorf kommt, auch erlebt hat. Da will man womöglich nicht zurück. Ja? Man will aber doch so eine Struktur haben, wie man die hier in Berlin, in vielen Kiezen ja mitkriegt. Ja? Wo die Nachbarn darauf achten, was mit den Kindern der Nachbarn ist. Ja? Wo die Initiativen, die Stadtteilinitiativen gemeinsam mit den Menschen, die in der staatlichen Jugend-, Kinderwohlfahrtshilfe arbeiten, sich kümmern, was angemessene Strukturen sind, in denen Kinder vernünftig leben können. Und eine interessante Initiative, die ja diese Studie in der Studie ausfindig gemacht hat, also die Leute, die so wirklich hunderte von interessanten Kinder- und Jugendinitiativen sich angeguckt hatten und die interessantesten so im Sinne von Best-Practice-Beispielen herausgestellt hatten. Eine zum Beispiel war hier aus Kreuzberg, das waren die Kiez-Scouts. Da sind Kinder und Jugendliche, Sie kennen es wahrscheinlich viel besser als ich dann, wenn Sie jetzt schon nicken, da sind Kinder und Jugendliche gefragt worden, was ist denn eigentlich für euch wichtig, um euer Umfeld zu verbessern? Was stört euch total? Ja, was haben die Kinder und Jugendliche gesagt? Es stört sie zum Beispiel die totale Verwahrlosung, der Müll. Ja? Es stört sie die Unfreundlichkeit. Es stört sie das Ablehnende, was ihnen gegenüber gebracht wird. Das war wirklich eine wichtige Initiative, weil sie die Kinder auch in ihrem Anspruch, selbstverantwortlich zu sagen, was sie wollen, ernst genommen hat. Und ich glaube, an diesen Initiativen, die dann eben gemeinsam mit den kommunalen Stellen natürlich zusammenarbeiten müssen, um zu gucken, dass das auch nachhaltig wird und nicht nur eine Eintagsfliege bleibt. Da muss man dann weiter sehen. Kann man sagen, also vielleicht sollen wir noch dazu sagen, diese Studie, die Sie erwähnen von Roland Berger, ist für alle, die interessante Beispiele suchen, eine Fundgrube. Also zu finden auf der Homepage der Robert-Bosch-Stiftung. Die Stiftung hat halt ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sich ganz unterschiedliche zivilgesellschaftliche Initiativen angeschaut hat, die so im Bereich Familien in den Städten und lokale Familienpolitik angeschaut hat. Städten, da war der Gedanke, es gibt eine weitreichende Veränderung, dass Familien immer weniger aufs Land ziehen. Die städtische Infrastruktur ist nur teilweise auf diesen Wandel sozusagen vorbereitet. Wie kann man den beschleunigen? In welche Richtung sollte der sich entwickeln? Was für Angebote brauchen Familien, die in Städten leben? Das war so die eine Fragestellung dabei. Aber auch die andere, was ist da eigentlich insgesamt unterwegs in den Kommunen vor Ort an familiären Initiativen? Ein paar haben wir vorgestellt, alle haben uns durchgelesen, was es so gibt und daraus unsere Schlüsse gezogen. Vielleicht mögen Sie dazu noch mal einen Satz sagen. Woran scheitert es denn eigentlich am häufigsten? Also was ist das, was man auf keinen Fall falsch machen sollte, wenn man möchte, dass da so eine Landschaft von, also es würde ja niemand sagen, dass es irgendwie schlecht ist oder dass man es nicht unterstützen soll, dass sich sozusagen unterschiedlichste Gruppierungen engagieren für das Wohl von Familien oder selbst organisieren, Angebote bereitstellen. Aber warum, was läuft falsch, wenn man es nicht hat? Ist es einfach so, dass es in bestimmten Stadtteilen gar nicht die Infrastruktur gibt, sondern es ist ja immer so ein Vorurteil bei Subsidiarität? Das bildet sich immer genau dann, das Engagement, da, wo man es am wenigsten braucht, da, wo die Leute mit Bildung und Geld sitzen, da ist es gar nicht so nötig. Und da, wo es nötig wäre, machen es weniger. Ist das, was häufig schiefläuft oder was ist sonst? Jetzt habe ich ganz lange gefragt, habe ganz viel Zeit zum Überlegen gehabt. Ja, jetzt haben Sie es negativ gefragt. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich versuche es mal negativ zu beantworten. Also es ist bestimmt falsch, wenn man sozusagen nur seine eigene Idee im Kopf verwirklicht und nicht genau guckt, was ist denn das, wo es brennt? Also was ist denn das, was wirklich fehlt? Ja, sondern wenn man einfach eine fixe Idee hat, von dem man meint, dass alle Kinder jetzt unbedingt musisch gebildet werden müssten und dass das jetzt im Westend das Allerwichtigste ist, ja? Also die musische Bildung, das wäre bestimmt ein Punkt. Dann eine andere Sache, die uns eben aufgefallen ist, ja, ist, dass es wichtig ist, ein Engagement
nachhaltig zu gestalten, dass es eben nicht eine Eintagsfliege bleibt, dass es nicht sofort wieder verpufft. Und dafür ist wichtig, dass die Initiativen sich ihre Ansprechpartner suchen in den staatlichen Bereichen, aber auch bei Unternehmen. Ja? Also, dass man versucht, mit anderen zu kooperieren. Und wenn ich mal ein Beispiel, denn doch positiv gedacht im Sinne von Best Practice, vorstellen kann, das Netzwerk Gesunde Kinder in Brandenburg, was bestimmt viele von Ihnen kennen, das ist ja im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe von Herrn Bertram aus seinen Erzählungen, entstanden, weil letztlich, ich glaube, eine Dame in einer Krankenhausverwaltung, die Beobachtung hatte, dass viele Babys, die geboren werden, aus der Obhut der Krankenhäuser wieder entlassen werden und man im Grunde nicht weiß, was dann passiert und man aber annehmen kann, bei manchen familiären Hintergründen, dass die Kinder nicht gut aufwachsen und dass aber es keine Verbindung richtig gab zwischen der Kommune, die sich womöglich im Sinne eben des Wohlfahrtsauftrags des Staates, Intervention, ja, ne, Frau Dörner hat es gesagt, also dass man sich kümmert bei auch Kindern, die vielleicht vernachlässigt sind, dass aber das nicht verkoppelt war. Ja. Zugleich gibt es aber in unserer Gesellschaft auch eine Menge Erfahrung von Eltern, die wissen, was am Anfang wichtig ist und wo sich junge Eltern womöglich überfordert fühlen und Hilfe wünschen. Und das jetzt zusammenzubringen, also dieses Know-how, das Engagement der Eltern, das Know-how sozusagen der staatlichen Strukturen mit dem, mit der direkten Kenntnis der Menschen in den Krankenhäusern. Das war, glaube ich, diese geniale Idee, die diese Dame hatte und hat daraus eben eine Initiative gestartet, die das Familienministerium in Brandenburg, das Brandenburgische, unterstützt, dass also die Krankenhäuser und die Kinderärzte mit den Kommunen zusammenbringt und nun, jetzt kommt das wichtige Moment des Bürgerschaftlichen ins Spiel, Patinnen an die jungen Eltern vermittelt, also ehrenamtliche Frauen, aber auch, ich glaube, einige Männer sind dabei. Ja? Ja, werden nicht vermittelt. Okay, okay. Ja, okay, also es sind vornehmlich Patinnen, 600 Patinnen. Und ich habe gelesen, dass tatsächlich 20% aller neugeborenen Kinder in Brandenburg davon erreicht werden, von dieser Initiative. Die Patinnen gehen ins Haus und bieten so ein Welcome-Geschenk an, also so ein kleines erstes Versorgungspack mit Informationen, mit begleiten dann auch die Mütter und Väter zu Arztterminen, machen überhaupt solche Arzttermine aus auch, ja, und erklären dieses System der verschiedenen U's, die man denn hat, so in den ersten drei Lebensjahren und bleiben dran, ja, und bleiben wirklich die Jahre denn dabei und begleiten die. Und dadurch gelingt es eben, dass die Kinder, die dort eben mit so einer Begleitung erfahren durch diese Patin, sozusagen nicht durchs Rost der Kinderärzte fallen, die womöglich gar nicht in Kontakt mit den Kindern kommen. Ja. Und das, finde ich, ist so ein wirklich gelungenes Beispiel. Wäre das eine rein ehrenamtliche Geschichte gewesen, wo sozusagen das eine gesellschaftliche Initiative versucht hätte, von sich aus zu starten, über die Kirchen oder auch vielleicht ganz ohne Großorganisation im Rücken, es wäre nicht so in die Breite gegangen. Also an diesem Beispiel kann man eben sehen, dass durch diese Kooperation mit dann auch staatlichen Stellen und eben mit den Trägern der großen Gesundheitseinrichtungen, der Krankenhäusern, hier etwas gelingt, dass gesellschaftliches, bürgerschaftliches Engagement auch in der Breite wirkt. Und das ist ja häufig ein Punkt, wo Bürgerinitiativen an ihre Grenzen stoßen, dass sie nicht in die Breite kommen. Bürgerstiftungen sich dann manchmal auch, also wenn es Stiftungen sind, natürlich ein Sonderfall, aber sich auch Konkurrenz machen, wenn es viele kleine gibt, die an ähnlichen Themen unterwegs sind. Da, warum ist es gerade in Brandenburg gelungen? Ich konsultiere Sie jetzt mal nicht nur als Familien, sondern auch als Brandenburg-Experte, weil Sie da die Landesregierung in verschiedenen Zusammenhängen beraten haben. Ein Vorteil eine Vermutung von mir, das hat auch was mit leeren Kassen zu tun, hat das was, also ist eine Erklärung dafür, dass einfach das Geld, das alles staatlich selbst zu erledigen, nicht da war, oder gibt es eine andere Genese dieser ganz gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Staat?
Also ich bin dazu ein schlechter Informant. Als Vorsitzender des Familienbeirats von Brandenburg würde ich jetzt, also das lassen wir lieber, ich will vielleicht das auf eine etwas andere Ebene heben. Ich glaube, das kam, glaube ich, bei dem Beispiel schon sehr gut heraus. Wenn wir über Subsidiarität sprechen, dann denken wir immer, der Staat zieht sich zurück, die Privaten machen das und dann tritt der Staat erst dann ein, wenn die Privaten nicht mehr können. Das, und das muss man wirklich sagen, ist ja auch eine gewisse Leistung von Kurt Biedenkopf, der schon den Bericht vorher ja sehr deutlich gemacht hat, wenn man über Subsidiarität spricht, heißt das eben nicht, dass der Staat oder die staatlichen Einrichtungen sich zurückziehen, sondern Subsidiarität in diesem Konzept heißt, dass vor Ort eine Kooperation zwischen den staatlichen Angeboten, der staatlichen Infrastruktur und privaten Initiativen da ist. Und das hat zwei ganz wichtige Konsequenzen. Man muss dann plötzlich über Geld nachdenken, weil man nicht so einfach sagen kann, das wird jetzt sozusagen alles aus der privaten Tasche bezahlt. Und das kann man im Netzwerk Gesunde Kinder eben sehr schön sehen. Das Gesundheitssystem hat, auch wenn sie behaupten, sie hätten kein Geld, die haben einfach Geld, was im sozialen Bereich nicht der Fall ist. Und wir haben zum Beispiel in Brandenburg diskutiert, aber die anderen Bundesländer sind leider noch nicht so weit. Deswegen sage ich das jetzt hier auch, weil ich dafür werbe. Man müsste es in den Pflichtkanon oder zumindest den freiwilligen Kanon des Jugendhilfegesetzes bekommen, sodass die Kommunen in der Lage wären zu sagen, die 5 Euro, die sie pro Initiative, also jetzt vor Tätigkeit brauchen, auch im Grunde genommen in die Hand nehmen können. Im Augenblick ist das praktisch nicht möglich von den sozusagen Pflichtaufgaben und vom KJRG, weil damals in den 90er Jahren niemand darüber nachgedacht hat, sodass im Grunde genommen man jetzt immer darauf angewiesen ist, Einrichtungen zu finden, wie ein Krankenhaus oder sonst jemand, der sozusagen über die Mittel verfügt. Und es sind ja keine großen Mittel, die man braucht, sondern es ist beispielsweise mal Benzingeld oder Telefongeld oder vielleicht auch mal ein Geschenk. Aber es sind jedenfalls geringe Mittel. Und das ist sozusagen im Augenblick eins der Grundprobleme. Und warum Brandenburg sich sehr stark in diesem Bereich engagiert hat, das hängt einfach damit zusammen, Brandenburg ist ein Flächenland. Und sie haben dort Regionen, wo weniger als 60 Personen auf einen Quadratkilometer leben. Und sie können dort zwei Dinge nicht mehr leisten. Sie können erstens dort nicht an jedem Ort die notwendige Infrastruktur aufrechterhalten, weil es einfach, es gibt sozusagen nicht genügend Fälle für die entsprechende Infrastruktur. Aber das Zweite ist auch, wenn Sie zum Beispiel in irgendeinem brandenburgischen Dorf leben, die Tante, die früher da lebte, mit der sie sozusagen privat sich ausgetauscht haben, wenn es Probleme gab mit dem Baby, die gibt es einfach nicht mehr. Die Freundin gibt es nicht mehr. Also muss man im Grunde genommen dieses jetzt entsprechend organisieren. Und ich denke, der Grundgedanke dahinter war, dass die Finnen haben das auch, ich meine, wir haben das alles aus Finnland letztendlich kopiert, also das darf man nicht sagen, aber im Großen und Ganzen, weil die Finnen... Doch, darf man sagen. Finnen haben ja genauso ein Problem wie Brandenburg, ist eben auch im Flächenland, kann auch nicht die entsprechende Infrastruktur. Und der Grundgedanke ist im Grunde genommen, wie kann ich im Grunde genommen in einem Flächenland, wo solche Probleme einfach da sind, dass die staatliche Infrastruktur in dieser Weise nicht mehr funktionieren kann, Formen von Präventionsketten etablieren, indem sozusagen die Zivilgesellschaft einen ganz wesentlichen Part mit übernimmt. Aber der Grundgedanke ist immer, es ist kein Rückzug des Wohlfahrtsstaats. Das sollte einfach ganz klar sein. Das würde sonst auch eine SPD-geführte Landesregierung mit Sicherheit nicht machen. Und ich denke, man sollte wirklich als eine Botschaft auch von unserem Bericht sich eben klar machen, wenn wir über Subsidiarität sprechen, geht es nicht um den Rückzug, sondern es geht im Grunde genommen um die Entwicklung von Leistungen, die in dieser Weise von Seiten des Staates und der Professionellen nicht wirklich angeboten werden können. Das gerade noch ergänzen, also bei dem, das muss ich jetzt einfach, weil ich da für zuständig bin in der politischen Theorie und Ideengeschichte, der Begriff kommt ja ursprünglich aus der katholischen Soziallehre her, ja, und meinte eigentlich so etwas wie Subsidium, Hilfeleistung. Also grundsätzlich ist gemeint, dass diejenigen zuständig sind, die nah am Menschen sind, also im
Falle der Kinder die Familien. So sah das natürlich eine paternalistische, katholische Sichtweise auch erst recht auf Familien. Und dass der Staat dann aber eingreift, wenn Nothilfe zu leisten ist. Und dieses Verständnis hat sich durchgehalten noch in den 50er Jahren, wobei dann aber ein Familienbild Pate stand, das meinte, es müsse auch Nothilfe geleistet werden, nicht wenn sozusagen wenig Geld da war, sondern zum Beispiel, wenn die Mütter alleinerziehend war, wo in den 50er Jahren ja gerne ein Vormund an die Seite gestellt wurde, weil man es nicht den Frauen zutraute, die Kinder, die Halbkriegswaisen, alleine großzuziehen. Das hat sich glücklicherweise heute bei dem, was Frau Dörner eben sagte, ja komplett geändert. Jetzt steht wirklich das Kindeswohl im Vordergrund und nicht ein Familienbild irgendwie hier festhalten zu wollen. Aber eben, was Herr Bertram sagte, dieses neue Verständnis von Subsidiarität, das betont eben, dass es sich um eine Kooperation handelt, wo es sozusagen nicht wie so ein Nullsummenspiel ist. Ja, wenn der Staat sich zurückzieht, dann greifen eben wieder mehr Familien oder zivil- oder bürgergesellschaftliche Leistung, sondern wo sich das wechselseitig befruchtet. Es ist was Komplementäres, also einander Ergänzendes. Ja, dass die Bürgergesellschaft eben beim Beispiel dieser Patin hier etwas tut, was womöglich staatliche Vertreter so gar nicht machen könnten, nämlich vertrauensvoll eine Beziehung aufbauen, zu den Leuten in die Wohnungen gehen, was, wenn jemand von der Jugendfürsorge kommt sozusagen, natürlich ein ganz anderes Misstrauen da ist. Also deswegen ist es so gut, um sich klarzumachen, es ist wirklich was Komplementäres hier, wo Staat und Bürgergesellschaft gemeinsam quasi in eine andere Form von Arbeitsteilung gehen, die nicht monetär gemeint ist. Das spielt auch eine Rolle, aber nicht in erster Linie eigentlich. So ein Beispiel, wo sich das besonders entwickelt hat oder auch sehr bekannt geworden ist, sind so die Stadtteilmütter, ursprünglich hier in Neukölln von Herrn Buschkowski initiiert, aber auch kopiert in anderen Städten inzwischen, beim Themenfeld so Integration. Bietet sich so eine Zusammenarbeit oft besonders an, weil staatliche Sozialarbeit oder Behörden einfach auch aus sprachlichen Gründen ja an ihre Grenzen kommen und es sich dann sehr anbietet, sozusagen Menschen, die irgendwie andere Sprachen können, dann auch zu Hilfe zu bitten, um zu kommunizieren mit Menschen, die man erreichen will. Und oft hat sich gezeigt, dass das, was dann im Integrationsbereich irgendwie oder Quartiersmanagement funktionierte, dann auch eher sich so der Mechanismus lernen lässt und kopieren lässt für andere Bereiche. Das würde ich gern von Ihnen nochmal wissen. Insgesamt ist ja bei diesem ganzen Themenfeld, was wir hier beschreiben, ganz viel los und unterwegs sowieso in Deutschland. Sie haben das eben auch schon angerissen, sowas wie das Thema Nachbarschaft ist in Mode. Allensbach hat ermittelt, also die Leute machen viel mehr als früher mit ihren Nachbarn. Man leiht sich was, man hilft sich gegenseitig. Es gibt dieses ganze Teilen von Nachbarschaftsgärten und so weiter, Autos. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, Politik müsste da gar nicht mehr so viel anschieben, das wächst und gedeiht auch alles von alleine. Wie sehen Sie das? Oder ist es gerade so, dass man politischerseits so dieses Momentum nutzen muss und da jetzt viel mit vorantreiben kann? Wie sehen Sie da Ihre Rolle und wo setzt Politik da an, um sowas zu unterstützen und zu ermöglichen? Man sieht ja, dass ganz viele Anstöße ja aus der Zivilgesellschaft kommen. Ja, auch die Frage Familienhebammen ist heute bundespolitisch ein Renner, ist entstanden in kleinen Initiativen ausgehend in den Kommunen, von Verbänden, von Krankenhäusern, die eben vor Ort eine Analyse von der Problemlage gemacht haben und selber aktiv geworden sind. Und ich habe zurzeit sehr den Eindruck, dass es doch sehr stark von unten nach oben wächst und weniger von oben nach unten. Und das finde ich zunächst auch mal gut, weil eine weitere Dimension von Subsidiarität ist ja auch die Binsenweisheit, dass man vor Ort besser erkennen kann, was tatsächlich Not tut und dass eben die Einheitslösung, ob sie aus dem Bundestag oder aus dem Landtag kommt, eben nicht das Richtige ist für eine spezifische Situation vor Ort. Und da setzt eben gerade diese Vernetzung an, die man auf kommunaler Ebene oder eben im Quartier braucht. Die Politik ist aber natürlich schon gefragt. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt, wenn es darum geht, stabilere Strukturen zu schaffen. Weil das jetzt zumindest meine Erfahrung auch in meiner eigenen Kommune, dass viele
gute Initiativen, die aus dem Zivilgesellschaftlichen kommen, da angestoßen werden und gerade eben auch, wenn sie Erfolg haben und wachsen, dann eben ehrenamtlich beispielsweise organisatorisch nicht mehr zu handeln sind und auch nicht mehr finanziert werden können. Und da ist natürlich schon der Staat dann auch gefragt, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja, aber die sollten eben gerade so gestaltet sein, dass die Spezifik, die sich vor Ort ergibt, dadurch möglichst wenig eingeschränkt wird. Also ich kenne diese Diskussion sehr intensiv und wir Grüne haben die auch sehr lange geführt im Bildungsbereich. Also gerade die Frage, wie kann sich die Schule öffnen in ihr Umfeld? Die Schule ist nun mal die Institution, wie die Kitas auch, die alle Kinder erreichen und da natürlich auch gefragt, heute ganz andere Aufgaben zu übernehmen. Zum Beispiel? Da sind natürlich auch sozialpädagogische Aufgaben, beispielsweise auch familienunterstützende Aufgaben, die heute auf die Schulen zukommen. Das ist diese ganze Frage Vernetzung in den Stadtteil, weil eben ganz viele Angebote oder bestimmte Beratungsleistungen, die früher eben in einem anderen Umfang zur Verfügung standen, heute so nicht mehr individuell abgerufen werden können. Das ist genau das, was eben schon gesagt worden ist. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe auch an die Politik, die Institutionen in diesem Veränderungsprozess dann auch durch eine bessere Rahmengesetzgebung, aber auch durch eine bessere Unterstützung dann zu befördern. Herr Bertram, in Amerika ist es ja so, dass die Schulen oft auch so ein Nukleus sind. In Skandinavien glaube ich teilweise auch, das kenne ich nicht so gut, wo ganz viel verschiedene Organisationen und gesellschaftliches Leben sich drumherum entwickelt. Ist das so Ihr Ideal für Deutschland auch, dass von den Schulen viel ausgehen soll? Und sind unsere Schulen dafür geeignet? Also das will ich lieber etwas zurückhaltend beantworten, weil es gibt halt bestimmte Traditionen. Klar, zum Beispiel Rheinland-Pfalz hat so ein bisschen die Idee, dass man die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Kinder so am Nachmittag haben, an einem Ort, nämlich der Schule, konzentriert. Dass also die Musikschule, Sport und alles Mögliche an einem Ort ist, sodass die Kinder sozusagen alle diese Angebote nutzen können. Ob sich das in Berlin mit einer preußischen Kultur durchsetzen wiederum lässt, ich weiß es nicht, wäre da auch etwas zurückhaltend, weil ich glaube sozusagen historische Traditionen lassen sich nicht ganz so leicht verändern. Aber man muss ja nicht unbedingt jetzt sagen, weil die Amerikaner sozusagen in dieser Schule, das muss man einfach auch sagen, der Unterschied zwischen der amerikanischen Schule und der deutschen Schule ist, die amerikanische Schule war von Anfang an eine Integrationsschule. Das heißt, der Grundanspruch war, die Kinder kommen in die Gemeinschaftsschule. Das ist in Amerika nie ein Thema gewesen, weil sie aus unterschiedlichen Ländern kommen und sozusagen in der Schule integriert werden sollen. Wir hatten nie diese Vorstellung, dass die Schule eine Integrationsschule ist, sondern wir hatten immer die Idee, dass die Schule eine Statusverteilungsapparatur ist, wie Schelsky das schon wunderbar beschrieben hat. So ist unser Schulsystem auch gebaut. Und ob Sie jetzt sozusagen von der einen Tradition zu der anderen kommen, also da halte ich mich lieber zurück, ob das tatsächlich möglich ist. Aber nichtsdestotrotz kann man ja Frau auch... Frau Dörner möchte dazu was sagen. Ist das möglich? Man muss auf alle Fälle dran arbeiten und ich glaube, dass es viele Schulen gibt, die sich da in den letzten Jahren auch erfolgreich auf den Weg gemacht hat, dass das ein Riesensprung ist und eine ganz andere Kultur ist und dass unser Schulsystem ein Berechtigungswesen ist, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Ich bin ja nicht ganz hoffnungslos, denn glücklicherweise haben wir ja in Deutschland neben der Schule noch die Jugendhilfe. Das ist etwas, was sozusagen ja in anderen Ländern in dieser Weise nicht so ausdifferenziert ist. Und das muss man schon sagen, dass der Sprung vom JHG als einem Fürsorgegesetz zum KJHG mit klaren präventiven Vorstellungen Anfang der 90er Jahre hat zumindest den theoretischen Rahmen geschaffen, dass der Staat oder die Kommune vor Ort über das Jugendamt solche Dinge initiieren kann. Vielleicht müssen wir in Deutschland, wenn wir sozusagen jetzt über die Integration nachdenken, eben nicht unbedingt sagen, die Amerikaner haben halt die Schule und machen das über die Schule, die haben dafür keine Jugendhilfe. Wir müssen vielleicht überlegen, lässt sich das bei uns einerseits über diesen Bereich organisieren und ein zweiter Bereich, den wir fast nie bedenken, der für die etwas älteren Kinder ja auch von Bedeutung ist. Wir haben ja natürlich auch über die Handwerkskammern
ein großes Potenzial von im Grunde genommen auch eher freiwillig organisierten Einrichtungen, die auch in diesem Bereich über erhebliches Potenzial verfügen. Das Bildungspaket wird ja nun auch noch über die Jobcenter organisiert. Ja, das will ich jetzt, also jetzt, ich, das will ich jetzt lieber auch nicht, aber in Realitäten ins Auge sehen. Nein, worauf ich einfach hinaus wollte, ist, wir müssen, glaube ich, wenn wir über die Frage der Dauerhaftigkeit solcher Einrichtungen sprechen, wie wir sie auf Dauer stellen, einfach gucken, was ist der institutionelle Kontext, den der deutsche Wohlfahrtsstaat zur Verfügung stellt. Und aus meiner Sicht wäre eine alleinige Konzentration auf die Schule zu eng, weil sozusagen die historische Tradition der Schule das möglicherweise gar nicht hergibt. Wir haben aber dafür also beispielsweise dürfen die Krankenkassen, glaube ich, 1% ihres Etats für Prävention ausgeben. Also muss man das geschickt für die Kinder. Also es gibt sozusagen viele Möglichkeiten und es ist sozusagen die Fantasie sozusagen von Politik und Wissenschaft zu gucken, wie in dem institutionellen Kontext in Deutschland im Grunde genommen Strukturen geschaffen werden, die sozusagen das ganze System so unterstützen, wie wir uns das vorstellen. Ein Aspekt, der mir eben schon eingefallen ist bei Ihrem vorherigen Wortbeitrag, wenn es um die Finanzierung geht, und daran hängt es natürlich schon häufig, ist, dass wir einfach ein großes Problem haben mit der Versäulung in den unterschiedlichen Systemen. Das haben wir zwischen den unterschiedlichen Ebenen, also Bund, Länder und Kommunen. Das haben wir aber auch zwischen den unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern. Wir haben beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit unserem Konzept der offenen Ganztagsschule, das sicherlich noch ausbaufähig ist und auch noch Verbesserungsmöglichkeiten hat, aber finde ich vom Ansatz her ein richtiges und gutes System ist. Das Problem, dass wir es aufgrund dieser Versäulungen, aufgrund der Finanzstrukturen nicht möglich ist, beispielsweise Angebote, die Kinder über einen individuellen Rechtsanspruch, beispielsweise Hilfen zur Erziehung oder sowas zu erhalten, zu integrieren in, ich sag mal, eine alltagsintegrierte Förderung in der Schule, obwohl wir eigentlich wissen, dass das den Kindern viel mehr zugutekommen würde. Und das, finde ich, ist auch eine Herausforderung an die Politik, zu schauen, wie man diese Versäulung sowohl horizontal wie vertikal möglichst aufbrechen kann, damit man die Mittel, die, glaube ich, tatsächlich eben auch da sind, wenn man sich das mal anschaut, das Beispiel Krankenkassen ist ja nur eins, wie man diese Mittel wirklich so zusammenführen kann, dass das den Kindern auch möglichst effektiv dann zugutekommt. Aber eben auch kulturell ist es so, dass manches an dem Wohlfahrtsstaat bewahrenswert ist. Also manches an dieser Art und Weise, zum Beispiel wie in Deutschland, zum Beispiel im nicht-akademischen Bereich ausgebildet worden ist. Ja? Also, dass man eben dieses duale System gehabt hat mit Berufsschulen auf der einen Seite und ausbildenden Handwerks- und Kaufmannsbetrieben auf der anderen Seite, wo ja nicht davon ausgegangen wurde, dass wenn die Jugendlichen die Schule verlassen, man es mit kleinen, fertigen Erwachsenen zu tun hat, ja? Sondern eben die Meister, Kauffrauen, die dann eben ausgebildet haben, ja, die ganze Person mit ausgebildet haben, also nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern eben zusätzlich auch noch eine weitere Ausbildung des jungen Menschen da passiert ist. Und das ist eigentlich was, glaube ich, worum uns andere Arbeitswelten beneiden, also dass man so ein System hat von Lehre, ja, 2 oder 3 Jahre begleitend mit Berufsschule und sich dann auch noch weiterbilden kann, ist aber auf der anderen Seite jetzt durch diese Umwidmung auch von Mitteln im Bildungsbereich, ich den Eindruck habe, dass das als eine minderwertige Ausbildung angesehen wird und stattdessen über die Fachhochschulen, ja, naja, also der Ausbau eben im Bachelorbereich wird dann schon gesagt, wir haben eine viel zu geringe Akademikerinnen- und Akademikerquote in der Bundesrepublik, das ist falsch, das muss sich ändern. Und dabei sollte man aber eben nicht diese sinnvollen die wir hatten, über Bord werfen, weil die eben auch hier für unser Thema wichtig sind. Ja? It takes a village. Also dazu gehören eben auch womöglich die Meisterinnen. Also auch die Rolle der Unternehmen, der großen, der, nicht nur der kleinen Handwerksbetriebe, sondern auch der großen. Bitte? Okay, darf ich noch eine Frage an Tine Stein los? Okay. Ich mache noch eine Sache.
Subsidiarität. Da gibt es immer ein ernstzunehmendes, oder mehrere, aber ein besonders ernstzunehmendes Gegenargument. Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das lautet, die Leute engagieren sich oft in den wohlhabenden Vierteln oder Städten, wo viele Menschen mit Freizeitbildung, Ressourcen aller Art sind. Und das ist oft dann die Gegend, wo es nicht besonders gebraucht wird. Und wenn man so auf freiwilligen Engagement und freiwilligen Initiativen setzt, kommt man damit nicht so leicht in die Ecken, wo es besonders fehlt. Das kriegt man nur mit einem staatlichen System hin. Ist das richtig? Ist das übertrieben? Wie kommt man damit am besten zurecht, wenn man eigentlich so diese Idee von Subsidiarität für eine gute hält oder vielleicht auch nur für eine unausweichliche, weil andere Institutionen, Staat und klassische Familie so an ihre Grenzen kommen? So würde ich das eher beschreiben. Also ich sehe hier einige Leute sitzen, die es geschafft haben, ein zivilgesellschaftliches Engagement in die Breite zu organisieren und nicht nur in Charlottenburg und Zehlendorf. Ja. Insofern glaube ich, dass da ein großes Problembewusstsein da ist. Das war ja auch bei den Brandenburger Patinnen so, dass das eben in die Breite gegangen ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, also dass es diejenigen erreicht, die besonders es nötig haben. Und das gelingt ja durch diese Kooperation mit staatlichen Stellen. Also, dass man das nicht als eine Einbahnstraße erlebt, ja, sondern wirklich eben als was wechselseitig sich Befruchtendes, weil eben durch diese Breitenwirkung in der Fläche man genau das vermeiden kann, dass es nicht da ankommt, wo es vor allen Dingen nötig ist. Okay, jetzt haben unsere ungeduldigen Zuhörer das Wort. Wer auch immer da vorne stehen, zwei Mikros vielleicht. Oder wollen Sie kurz sich vorstellen, wenn Sie eine Frage stellen, woher Sie kommen? Ja, gerne. Also, Sibylle Volkholz. Ich organisiere die Lesepaten von Steglitz nach Nordneukölln und so weiter. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Zur beruflichen Bildung hatte ich eben nur die spontane Äußerung, auf dem OECD-Level hast du absolut recht, da wird das nicht genügend wertgeschätzt. Innerhalb Deutschlands, finde ich, wird sie schon geschätzt. Ich wollte aber einen anderen Aspekt noch in die Diskussion bringen, weil bisher, und nochmal den Schlenker auch mit zu dieser Frage Wohlbefinden, warum klafft das Subjektive und das Objektive so auseinander? Alles, was Sie bisher beschrieben haben und was meistens auf dieser Frage Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens diskutiert wird, ist eine bessere Vernetzung von allen Akteuren, was ich alles für sinnvoll finde. Da passiert ganz viel, noch lange nicht genug. Aber die bewegen sich überwiegend auf diesem Feld des Wohlfahrtsstaatlichen und des Fürsorglichen um die Kinder kümmern. Was sie als Aspekt, es gibt einen anderen Diskussionsstrang, den der Partizipation und der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Der ist aber, glaube ich, noch weniger entwickelt als der andere. Und diese Frage, wie weit Kinder als Subjekte selbst agieren können, das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element, was von ihnen dann auch entweder subjektiv zum Wohlbefinden führt, was sie auch formulieren. Und das afrikanische Dorf, was hier immer bemüht wird, wird auch überwiegend als ein fürsorgliches. Aber das klassische Dorf hat auch etwas, in dem Kinder selbsttätig agieren können. Dann können sie nämlich, haben verschiedene Erwachsene, verschiedene Netze, die sie anzapfen können, können sich irgendwo auch aufhalten, können sich frei bewegen. Und dieser Raum, dass Kinder zunehmend in diesem gesamten Kontext als Objekte gesehen werden, erklärt möglicherweise ein bisschen diese Diskrepanz auch. Kinder an die Macht, Hans Bertram, ist das von Sie? Ich kann dem nur zustimmen. Also ich denke auch, dass gerade diese Dimension der Partizipation, die ja eigentlich ein ganz elementarer Bestandteil auch der UN-Kinderrechtskonvention ist, tatsächlich in Deutschland noch völlig unterbelichtet ist. In den Institutionen selbst auch. Ich kenne zwar einige Kitas, aber es ist eben bei weitem nicht flächendeckend, die mit Kinderräten oder zumindest anderen altersangemessenen Partizipationsmethoden wirklich Kindern auch dazu unterstützen und denen dazu verhelfen, sich selbst eben auch
aktiv dann einzubringen, auch selber was entscheiden zu können. Und in den Schulen, das wissen wir auch, ja, haben die Schüler kaum Möglichkeiten, wirklich sich einzubringen. Und wenn man sich Stadtplanung anguckt, Stadtentwicklung, da gibt es zwar in einzelnen Gemeindeordnungen mittlerweile Verfahren, die häufig nicht eingehalten werden und die häufig nicht dazu führen. Und das, finde ich, ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Ich komme aus so einer Generation, die mit Jugendparlamenten groß geworden ist. Und ich bin eine Kritikerin von Jugendparlamenten, weil Jugendparlamente sehr häufig nur dazu dienen, Partizipation und die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, zu simulieren, weil das, was die Jugendparlamente erarbeitet haben, letztendlich keine Relevanz hatte. Und ich glaube, nichts ist so entmutigend, was sich einmischen und partizipieren und auch was bewegen wollen angeht, wie etwas zu tun. Und das hat dann am Ende, in dem Fall eben für die Erwachsenen, für die Stadträte, letztendlich keine Relevanz. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir dran arbeiten müssen, dass das, was Kinder eben sich einbringen und selber Entscheidungen haben, dass das auch eine Relevanz hat. Gegenrede. Bitte? Gegenrede. Entschuldigung, wenn ich mich so reindränge. Pia Yvonne Schäfer, ich arbeite bei der Landeskoordinierungsstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in Berlin. Die ist bei der Stiftung SPI angesiedelt. Und habe zur gleichen Zeit noch den Hut auf für die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunale Kinderinteressenvertretungen. Ich würde gleich auf die Parlamente eingehen. Also ein wunderbares Beispiel für ein sehr gut funktionierendes Kinder- und Jugendparlament ist Tempelhof Schöneberg. Deren Anträge werden von der BVV, also im Durchschnitt sind es 100 Anträge im Jahr, alle behandelt und mehr als die Hälfte positiv. Also da gibt es einfach unterschiedliche Erfahrungen. Kann Sie mal ein Beispiel sagen, was da zum Beispiel dann also vorgeschlagen da wird und was die ändern? Das geht um sehr viele verschiedene Dinge, also so, sei es um die Straße, sei es um den Spielplatz, sei es um Bedingungen, die einfach nochmal auch mit einer Schule zusammenhängen, also wenn es ums Essen an der Schule geht oder irgendwie so, also solche Themen, also die Kinder direkt selbst betreffen, die sie da einbringen. Das ist eine, aber natürlich ist ein Kinder- und Jugendparlament nicht das Einzige, was es sein darf, wo Kinder und Jugendliche mitbestimmen und mitreden können. Und ich würde gerne hier nochmal den Fokus sozusagen auf die ganzen Kinderbeauftragten, Kinder- und Jugendbeauftragten werfen, die es in der Bundesrepublik ja auch noch gibt, in Berlin nicht, aber eben in anderen Gemeinden wie in München oder in Salzgitter. Und die zum Beispiel genau diesen Fokus haben, das, was es an verschiedenen Initiativen gibt zum Wohlbefinden der Kinder und mit der Stimme der Kinder, also mit der Befragung der Kinder, dafür sorgen, dass sozusagen örtlich diese Vernetzung auch nochmal stattfindet, was Sie jetzt die ganze Zeit diskutieren. Und dann würde ich als dritten Punkt nochmal anbringen wollen, was mir von Bundesebene fehlt. Es hat von 2005 bis 2010 den Nationalen Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland gegeben. Der ist gestoppt, so, also beziehungsweise der kam zu einem Ende. Also da ist auch viel befragt worden sozusagen, wo und wie sich Kinder wohlfühlen, was ihnen fehlt. Und ich habe so das Gefühl, da fehlt einfach der richtige Anschluss. Und was wir in Deutschland eigentlich bundesweit brauchen, in den Kommunen, ist so ein Dreiklang von Partizipation, Beschwerdemanagement und Ombudschaft. Und das wäre mir sozusagen wichtig, Ihnen auf den Weg zu geben, also in der Richtung einfach auch nochmal zu arbeiten. Aber da sprechen Sie mir sozusagen aus der Seele, das haben wir als Grüne sehr kritisiert, dass der Aktionsplan einfach so sang- und klanglos eingeschlafen ist und es keine Nachfolgevereinbarungen gab, weil ich denke schon, dass was da in den Jahren geleistet worden ist, auch zu initiieren, ja, an der Stelle dann teilweise schon top-down, ja, aber es ist eben auch viel initiiert worden, das darf nicht einfach so einschlafen und zu einem Ende kommen. Und ich denke, dass gerade die Frage Beschwerdemanagement, Ombudschaft, ist ja auch schon im Rahmen vom Bundeskinderschutzgesetz diskutiert worden. Ich glaube, dass das eins der Top-Themen sein wird in den nächsten Jahren. Also das sieht man in den Kommunen. Es gibt
zunehmend Initiativen. In den Ländern wird es zum Teil aufgegriffen. Wir haben als Grüne Fraktion einen Beschluss dazu gefasst, dass wir auf alle Fälle im Rahmen von Modellvorhaben in der nächsten Legislaturperiode das auch befördern und anstoßen wollen. Da kommen wir wieder an die Grenzen unserer föderalen Verfasstheit. Was anderes als das über Modellvorhaben zu befördern und anzustoßen, dürfen wir aufgrund der föderalen Verfasstheit nicht. Aber das wollen wir auf alle Fälle machen, weil das natürlich, was die Rechte und die Möglichkeit, die eigenen Rechte auch durchzusetzen von Kindern und Jugendlichen ist, ist noch eine Leerstelle in unserem Kinder- und Jugendsystem. Gibt es noch weitere? Bitte sehr. So, Entschuldigung. Reza Ramani ist mein Name. Ich mache dann viele Sachen dann hier in Berlin, in vielen Projekten mit Jugendlichen. Jetzt komme ich dann zurück, denn hier auf Sie auch gesagt haben, dass die Kinder Rechte haben und auf die Kinder hören. Sie wissen doch hier, wir reden so viel von der Schule und Sie wissen doch hier, wenn die Kinder in der Schule nicht schaffen, aus irgendeinem Grund, dann kommen die dann zum Bildungsträger. Und wir haben, weiß ich nicht mehr, über 1000 Bildungsträger in Berlin. Und ich habe mit Barbara John auch mit den vielen bildungspolitischen Parteien noch gesprochen. Wir sind hingegangen und die sind nicht in der Lage, das hier das Problem zu ändern. Das heißt, die Kinder sind doch beim ausgebildeten Lehrer da, aus irgendeinem Grund. Die Eltern sind Alkoholiker oder Drogenabhängiger. Die sind nicht in der Lage, die Schule zu verfolgen. Jugendamt schickt das hier zu dem, ich sage mal einfach so für die anderen, dass sie auch, wenn sie nicht wissen, die Jugendamt oder Jobcenter schickt einfach so den Bildungsträger. Und bitte beobachten Sie einfach so, ich beobachte es seit Jahren. Und mit Barbara John auch haben wir auch dann alles beobachtet, gesehen. Wer unterrichtet diese Schülern? Und die haben Recht auf das Bild, auf die Bildung. Diese Schüler, diese Kinder. Und das, was die Beamten nicht geschafft haben, das, ich gehe dann einfach wirklich dann auch einmal in der Woche gehe ich hin. Und ich versuche, ich die Menschen, die auch nicht mehr Bildung haben, kommen die dann, weil sie arbeitslos waren, kommen die dann dahin, die versuchen, dir Mathe beizubringen. Und dann, ich habe das vor Referendariat 2 Jahre, gucken Sie mal, wie das aussieht mit Mathematik, wie ich seinen Unterrichtseinstieg mache, wie ich das abschließe, wie ich das habe ich erst gelernt. Und dann sehe ich das einfach, wie die Kinder einfach in Wahllosigkeit, das ist eine Katastrophe, was ich das beobachte. Bitte, einfach so, ich meine Bitte, meine Wunsch ist das, dass sie hingehen, also im politischen Bereich, dass sie einfach hingehen, guck mal, was da passiert. Ich kann auch die Millionen von dem Bildungsträger in Berlin sagen. Wer das, wie heißen die dann? Was machen die denn da? Einfach so, wir haben in der Schule, wir haben, oder in der Hochschule, da wo ich auch arbeite, in der Beuth-Hochschule bin ich ja, unterrichte ich dann technische Mathematik, wir haben alles so weitere Jahre diese Akkreditierung. Die kommen dann einfach, die beobachten uns, was machen die denn hier? Bei der Schule genauso. Da kommt das ein Schulrat. Und dann bei diesen Bildungsträgern machen die, was sie wollen. Da beobachten sie einfach, was da los ist. Also, es ist keine Kontrolle. Jeder macht da was. Und die Kinder haben da recht einfach. Das, ich frage mich, die sind die Europäer. In Europa darf das nicht das Kind einfach zur Schule gehen. Und das ist das, was ich dann einfach, warum ich das hier sagen will. Das ist, also mein Wunsch ist das, ich habe mit vielen Politikern und die sagen Halleluja, mach das. Das haben die zu mir gesagt. Bildungspolitische Sprecher vom Grünen habe ich gesprochen mit Barbara John. Die Barbara John sagte zu mir, ich bin schon alt, mach das. So, das ist mein Wunsch ist das. Ja, wer mag was dazu sagen? Wir haben in Brandenburg ja das ein ganz ähnliches Problem. Sie wissen, dass Brandenburg durchschnittliche Schulleistungen erbringt und eine relativ hohe Dropout-Quote hat. Das heißt, viele Kinder schaffen es nicht, in der Schule zu bleiben, aus vielerlei Gründen. Und im Grunde genommen sind da jetzt 2 Strategien der Diskussion, die aber nicht über Bildungsträger laufen, sondern die Grundidee ist, kann man nicht mit Hilfe der Handwerkskammer alte Meister finden, alte Facharbeiter finden, die auch praktisch das Patenmodell, was bei den kleinen Kindern funktioniert, aufnehmen. Man kann nicht sagen, mach das mal, sondern man muss dir natürlich irgendwie beibringen, wie das funktioniert. Aber ob man nicht im Grunde genommen so unter der Perspektive für Brandenburg, das hören die Unternehmer nicht so gerne,
die zukünftigen Facharbeiter Brandenburgs sind vermutlich die Dropouts aus der Schule heute, weil die anderen eh abwandern. Also muss man sich überlegen, wie kann ich die sozusagen an die Hand nehmen, und ich kann sie möglicherweise nicht über die Schule an die Hand nehmen. Aber ich kann vielleicht Leute finden, die bereit sind, sie zu begleiten. Das heißt, wir haben im ersten Schritt geguckt, wo gibt es in der ganzen Bundesrepublik entsprechende Modelle, oder gibt es eine ganze Reihe natürlich wieder, wie das gemacht. Und jetzt ist sozusagen die Diskussion, wie kann man dieses sozusagen in ein politisches Programm übersetzen, und zwar nicht jetzt allein von dem jeweiligen Ministerium, sondern gleich von vornherein in Kooperation mit den Unternehmern, den Handwerkskammern, um herauszufinden, wie kann ich so etwas flächendeckend hinkriegen. Man weiß ja, wie viele Lehrstellen es gibt. Kann man dann zum Beispiel mit den Handwerkskammern darüber reden, dass man in Riesendiskussionen, ist es möglich, die Lehre in Teile zu zerlegen? Was die Handwerkskammern ganz ungern hören, aber möglicherweise ist das vielleicht in diesem Falle klug. Das heißt, ich versuche im Grunde genommen in einem solchen Konzept, und für Berlin kann ich jetzt nicht sagen, da kenne ich mich zu wenig aus, aber da ist sozusagen der Grundgedanke, wie kann ich die Teilhabe der Kinder, selbst wenn sie in der Schule gescheitert sind, nicht im Grunde genommen dadurch wiederherstellen, dass ich sozusagen aus dem Dorf, jetzt auch wenn es auch fürsorglich klingt, jemanden finde, der bereit ist, dieses Kind zu begleiten. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, es ist möglicherweise ein etwas anderes Konzept. Das ist vielleicht in einer großen Stadt wie Berlin nicht möglich. Das kann ich nicht beurteilen. Aber möglicherweise ist das auch ein Weg, eben zu sagen, ich gehe über die klassischen Institutionen plötzlich hinaus und gucke eigentlich diejenigen, die ja eigentlich für die auch verantwortlich sein müssten, weil sie sie ja auch später als Mitarbeiter benötigen, die dort einzubeziehen. Ja, der zweite Ansatz, der bezieht sich im Grunde genommen darauf, wie kann ich das verhindern? Und da haben die Brandenburger, finde ich auch ganz prima, die sogenannten Eltern-Kind-Gruppen sind inzwischen Regelangebot. Sie wissen, sie haben häufige Schwierigkeiten, Kinder werden geboren und junge Eltern sind häufig ja nicht darauf so vorbereitet, wie man sich das so vorstellt. Und wie kann man sozusagen Eltern jetzt dazu bringen, sozusagen die Entwicklung, die Kinder haben sollten, ihnen zu geben, ohne dass sie da in irgendeine Elternbildung oder Ähnliches gehen. Und da sind diese Eltern-Kind-Gruppen als Regelangebot nicht schlecht, weil im Grunde genommen die Eltern dann genau wie die anderen Kinder in die Krippe, dann gehen die in diese Eltern-Kind-Gruppen und sehen halt, wie die Erzieherin mit den Kindern umgeht. Die kochen dann da, und es sind da interessanterweise in manchen dieser Eltern-Kind-Gruppen sind auch Männer, die sozusagen das machen. Es sind also nicht nur Frauen. Und auf diese Weise entwickelt sich natürlich im Grunde genommen eine Möglichkeit, wie ich im Grunde genommen jetzt nicht erst dann, wenn die sozusagen alle sozusagen da rausgefallen sind, sondern möglicherweise den Kindern von Anfang an die Möglichkeit gebe. Und zwar nicht dadurch, dass ich die Eltern belehre, sondern im Sinne von einem entsprechenden Anschauungsunterricht, den man gemeinsam macht. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist natürlich unglaublich kompliziert, weil da jetzt kommt wieder diese schöne Versäulung, in unserem System so etwas eigentlich regulär gar nicht zulässig ist. Oder das heißt, es hat viel Augenzudrücken dann bedeutet, dass das dann sozusagen durchgesetzt werden konnte. Das ist sozusagen die Schwierigkeit, aber ich denke, es gibt sozusagen zwei Ansatzmöglichkeiten. Einerseits, wenn das eben schiefgelaufen ist, muss ich eben sehen, kann die Zivilgesellschaft eingreifen, und kann ich sozusagen auf der anderen Seite, wenn ich weiß, es gibt hier einfach bestimmte Schwierigkeiten, es gibt bestimmte Probleme, kann ich sozusagen Angebote machen, die nicht diskriminierend sind, das ist ganz wichtig, sondern sie sind sozusagen reguläre Angebote für alle, auch offen, und kann ich sozusagen da versuchen, Eltern mitzunehmen. Sonst würde ich gerne bei Frau Dörner noch mal eine loswerden zu der Beteiligung und ja, Kinder als Subjekte und Kinderrechte. Ich habe persönlich den Eindruck, dass wir eigentlich in Deutschland sehr weit uns in diese Richtung, Sie haben ja gesagt, haben da eher Nachholbedarf, und das ist ein Thema, das noch total unterschätzt wird. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass es zum Teil auch schon wieder übers Ziel hinausschießt. Ich habe selber gerade die Erfahrung gemacht, die Schule meiner Tochter wurde umbenannt, die Kinder sollten Vorschläge machen, dann ging das von Lillifee-Schule bis Harry-Potter-Schule, und am Ende waren die Eltern alle heilfroh, dass sich die Kinder doch nicht durchgesetzt haben, und wenn man die Kinder mitreden lässt bei der
Festlegung des Schulessens kommen da auch Ergebnisse raus, die man eigentlich nicht möchte. Also ist das nicht doch zum Teil auch einfach ein frommer, und wenn ich Sie höre und Sie sagen Kitas, ne, es gibt wenig Kindergärten, die das machen. Also vielleicht können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, wo es wirklich mangelt. Die Idee kann ja nicht sein, dass Kinder in all diesen Belangen plötzlich selber entscheiden. Es gibt ja auch klare Zuständigkeiten von Eltern und das soll auch so bleiben. Wo mangelt es denn genau? Also wo kommen wir wirklich zu besseren Ergebnissen? Können Sie das mal so beschreiben, in den vielen Feldern, wo wir Gesellschaft, Staat, wer auch immer, Zivilgesellschaft sich um Kinder kümmern, wo Sie sagen, da haben wir in Deutschland echt ein Problem, da müssen wir die Kinder mehr mitreden lassen. Oder da ist mal wirklich was zum Positiven verändert worden, weil die Kinder sich da zu Wort gemeldet haben und ein Jugendparlament oder was auch immer, ein Jugendbeirat, so wie bei der BVG das Beispiel, die gesagt haben, und dann wurde es ganz anders gemacht und alle waren viel zufriedener. Vielleicht, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, wenn ich so ins Publikum schaue, die da noch ein bisschen Aufklärungsbedarf hat, wie man das denn am besten konkret angeht, ohne hinterher eine Harry-Potter-Schule für sein Kind zu haben. So dramatisch fände ich eine Harry-Potter-Schule auch gar nicht. Ja. Zum einen, ich finde nicht, dass wir, wie Sie das gesagt haben, dass wir bei den Kinderrechten pauschal hinten dranhängen. Ich finde, dass wir im Bereich Partizipation hinten dranhängen. Und ich sehe das natürlich schon, ich sag mal eher von der Bundesebene, dass es eben sehr den einzelnen Institutionen überlassen ist oder den Kommunen, ob sie Kinderbeteiligung organisieren, ja oder nein. Und da sehe ich als Bundespolitikerin das Problem. Also es gibt, genau wie Sie das gesagt haben, ja, mir fallen auch sehr gute Beispiele von Jugendparlamenten ein. Also beispielsweise in einzelnen Stadtteilen von München, wo die Jugendparlamente selber über kleinere Budgets entscheiden. Ja, und dadurch tatsächlich es schaffen, eine sehr hohe Identifikation zu erzeugen für die Projekte, für die dieses Geld dann eingesetzt wird. Und das, finde ich, ist natürlich ein super Beispiel, wie Jugendliche beteiligt werden können und wie Beteiligung von Jugendlichen auch Relevanz hat. Auf der anderen Seite, ich gehe viel in Kitas, ich gehe viel in Schulen und erlebe eben da, dass Kinder gar nicht gefragt werden bei für sie relevanten Entscheidungen. Und das ist, muss man einfach sagen, das ist ein Recht, das in der UN-Kinderrechtskonvention verbürgt ist, die wir auch ratifiziert haben, dass Kinder bei den sie betreffenden Dingen auch mitentscheiden dürfen. Und dass das natürlich altersgerecht geschehen muss. Und ich glaube, da sind eigentlich die pädagogischen Fachkräfte gefragt, zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt, ja, und mit welchen Methoden befrage ich Kinder beziehungsweise gebe Kindern die Möglichkeit, sich in so einen Entscheidungsprozess mit einzuklinken. Also da fühle ich mich ehrlich gesagt als Bundespolitikerin jetzt auch überfordert, für jede Einrichtung zu sagen, ja, bei Zweijährigen, bei Dreijährigen, bei Fünfjährigen Kindern ist genau das jetzt die Ebene, auf denen die das mitentscheiden können. Aber pädagogische Fachkräfte sollten in der Lage sein, das eben auch und das eben flächendeckend dann auch umzusetzen. Das wäre mein Anspruch als Bundespolitikerin und das ist sicher auch eine Frage von Umdenken in den Einrichtungen und natürlich auch Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte, das eben auch als eine Selbstverständlichkeit zu sehen, was zumindest was meine Erfahrung ist, nicht flächendeckend so stattfindet. Noch ein Kommentar und dann die Frage. Aber nur Folgendes ergänzen, wir gehen mal einfach auf die Bildungspolitik. Es gibt eine Riesentendenz, alles zu normieren. Das heißt, wir wollen hinterher, dass die Kinder in Ruhpolding das Gleiche lernen und das gleiche Examen machen wie die Kinder in Neukölln. Das ist sozusagen unsere Vorstellung. Wenn Sie das mit anderen Ländern vergleichen, werden Sie ja feststellen, dass die Lernentwicklung der Kinder viel individueller betrachtet wird. Das heißt, da ist nicht die Vorstellung, dass wir alle sozusagen normieren müssen und alle unbedingt das Gleiche können sollen müssen, sondern möglicherweise wird da sehr viel mehr darauf geachtet, dass die Kinder entsprechend ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, die sie glücklicherweise mitbringen, auch sich ganz unterschiedlich entwickeln. Ich gebe Ihnen das schöne Beispiel Berlin, da werden die Kinder alle mit 5 Jahren eingestuft. Es gibt aber Kinder, die sind mit 5 Jahren noch nicht so weit. Es gibt aber auch Länder, die sagen, gut, lass uns doch mit 5 Jahren anfangen, aber du kannst auch noch mit 7 Jahren.
waren. Das heißt, es gibt sozusagen viele sehr kleine Möglichkeiten, wo man, glaube ich, die Kinder in ihrer Partizipation dadurch berücksichtigen könnte, dass wir nicht sozusagen als Erwachsene unsere normativen Vorstellungen sozusagen auf die Welt übertragen und die Kinder immer in die Päckchen bringen. Ja, mein Name ist Reinhard Frommann. Ich bin ehrenamtlich in einem Familienzentrum in Kreuzberg unterwegs. Und ich fand den Einwand jetzt mit den Erwachsenen und was können die, also was sollten die Erwachsenen noch zulassen und was ist die Kindersache? Ich mache dort eine Holzgruppe und ich erlebe das immer wieder. Ich mache eine totale Planung für 1,5 Stunden und dann komme ich da hin und dann wollen die das alles gar nicht. Also wollen ganz was anderes. Und das habe ich wirklich gelernt. Ich mache das jetzt in der 6. Woche, dass man da einfach auch sehen muss, dass die irgendwie ihre eigenen Dinge haben und man muss da einfach dann auch die Flexibilität haben. Ich habe vorhin auch schon mal zugerufen, Familienzentrum, weil das auch ein Ort ist, wo eben die Vorschulkinder hinkommen können und wo auch Schulkinder, also Geschwisterkinder mitkommen und wo eigentlich so eine Atmosphäre entsteht, also die ist, das wuselt da. Da sind also 60, 70 Kinder am Nachmittag mit ihren Eltern. Es gibt ein Elterncafé. Und man kann dort beobachten, die arbeiten dann nach dem Early Excellence Konzept aus England, man kann da beobachten, dass da die Kinder sozusagen im Mittelpunkt stehen. Es gibt große Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen. Also die türkischen Frauen, die sitzen halt da und essen die Nüsse und trinken Tee und lassen ihre Kinder da einfach laufen. Es gibt wieder andere deutsche Eltern, die versuchen, dass die Kinder immer irgendwas lernen. Also ich habe zum Beispiel die Eltern aus dem Holzraum immer rausgeschmissen. Weil das ist nicht zu ertragen, was die für Ansprüche haben, was die Kinder jetzt machen sollen. Die kommen dann rein, die Eltern rausgeschmissen, die kommen rein und sagen, ja, guck mal, was der für ein schönes Teil da gemacht hat und so. Also ich will damit nur sagen, es gibt also Räume, auch jetzt inzwischen in der Stadt, wo man sowas einfach mal machen kann. Jetzt will ich hier nicht Anekdoten erzählen, was ich so an der Universität mittlerweile erlebe, unter diesem Phänomen, was man so als Helikoptereltern nennt. Ja, aber tatsächlich haben wir die Situation, dass wir jetzt ja noch nicht volljährige Studierende haben, wo die Eltern mitkommen, aber nicht nur, um eine Unterschrift zu leisten, sondern weil sie eben im Sinne dieses umfassenden, ich will das Beste für mein Kind und ich begleite mein Kind, eben auch mit zu den Professorinnen und Professoren in die Sprechstunde mit unterkommen, um da Beratungen zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, aber ich hatte doch schon Eltern auch mit mindestens am Telefon und auch schon bei mir auf dem Sofa sitzen. Oft waren es Situationen, wo das erforderlich war, weil zum Beispiel eine Erkrankung vorlag, aber ehrlich gesagt für ältere Generationen unvorstellbar, ja, weil das ja ein neuer Raum gewesen ist, wo man sich komplett abgelöst hat aus dem Elternhaus. Und das ist ein Phänomen, das ist wieder was Kulturelles. Da können wir mit institutionellen Analysen überhaupt nicht weiterkommen. Offensichtlich gibt es in bestimmten Milieus so eine Art anderes Elternverständnis, ja, also dass man die Kinder nicht in einen anarchischen Raum der Freiheit überlässt, also dieses sich ausbilden können, also was Sibylle Volkerts eben meinte, Kinder immer so als Objekte der Fürsorge zu sehen und dagegen eben die anarchischen Räume, die ja auch in der Jugend und Literatur beschrieben werden, ist natürlich was ganz Notwendiges, aber in unserer heutigen Welt ist es ungeheuer schwierig, diese Räume zu haben und die müssen aktiv geschaffen werden. Die können sich ja Kinder und Jugendliche nicht sozusagen selber ausgucken, weil die Risiken auch ungeheuer groß sind heutzutage, gerade in den Metropolen, ja, also durch den Verkehr, durch Drogenangebote und. Also man muss sozusagen geschützte Räume der Anarchie schaffen, auch wenn das ein Paradox ist, aber es hilft nichts, ja, und dann loslassen können, was mir als Mutter immer unheimlich schwerfällt, das muss ich schon sagen, aber es ist einfach notwendig, dieses Loslassen können. Sie haben, glaube ich, auch mal in einem Interview so an die Zeiten von Erich Kästners Entstehung von Emil und Detektiven und wie sich damals so die 10-Jährigen entspannt so durch den städtischen Raum bewegt haben, als Ideal gepriesen. Denken Sie, ja. Ganz kurz anmerken, wenn ich jetzt auf diese UNICEF-Studie komme, die deutschen Kinder nehmen ganz wenig Drogen, sie trinken ganz wenig Alkohol, sie sind aber so... Aber sind zu dick. Nein, sie sind nicht zu dick.
sondern sie, das ist eines der ganz großen Probleme, sie schätzen sich zu dick ein. Das heißt, sie haben sozusagen, wenn man die Frage in dem Fragebogen war, so einerseits wurde nach dem BMI gefragt, also wurde nach dem Gewicht gefragt, kann man Gewicht und Größe, kann man im BMI berechnen, und dann wurde eben gefragt, wie sie sich fühlen. Und die deutschen Kinder sind im Zug auf diese Frage Körpergewicht von den 29 Nationen diejenigen, die alle das Gefühl haben, sie seien zu dick. Das heißt, sie haben kein vernünftiges Körpergefühl. Das ist keine sehr... Jungen und Mädchen. Das heißt, es ist offensichtlich erstmal sozusagen der Umgang mit dem eigenen Körper ist das Problem. Und dann kann man, um das gleich noch zu ergänzen, auch dazu sagen, das zweite Problem ist, dass die Kids ja auch ganz gute Leistungen erbringen, aber sie sind diejenigen, die am meisten von allen Nationen, die befragt worden sind, Misserfolge fürchten. Das heißt, wir erziehen in Deutschland einen großen Teil von Kindern, die misserfolgsorientiert sind. Nicht erfolgsorientiert. Und das finde ich schon relativ problematisch, Kinder zu erziehen, die sozusagen nicht den Erfolg suchen, sondern Angst vor Misserfolg haben. Und das ist zum Beispiel die amerikanischen Kinder, die in all diesen Daten viel schlechter sind, die haben schlicht und einfach das Gefühl, sie schaffen es. Und ich denke mir, da sollte man mal darüber diskutieren, warum das so auseinanderklappt. Auch die amerikanischen Kinder, die nun wirklich objektiv die dicksten sind, haben nicht das Gefühl, dass sie zu dick sind. Das ist aber auch kein guter Zustand, oder? Nein, ich berichte einfach nur, aber ich wollte eigentlich auf folgenden Punkt hin. Wir müssen eher auch vielleicht dann auch nochmal über die Eltern reden, weil natürlich die Eltern möglicherweise auch genau wie die Lehrer und die Institutionen eigentlich zu den Personen gehören, die im Grundsatz aufgrund ihrer eigenen Ängstlichkeit meinen, dass die Kinder so begrenzt werden müssen in ihren Bewegungsmöglichkeiten, dass die Bewegungsmöglichkeiten, die wir als Kinder hatten, sich heute gar nicht mehr geben. Jetzt kann man fragen, warum sind denn diese Eltern so ängstlich? Sind das schlechte Eltern? Sondern ich denke, da hängt etwas anderes dahinter. Sondern ich denke einfach, es gibt zwei Grundprobleme. Einerseits sind sozusagen die Lebensräume, in denen sich heute Eltern und Kinder bewegen, einfach anders als die Lebensräume in meiner Kindheit. Und man kann sozusagen nicht sagen, wir gehen zu Erich Kästner zurück oder wir gehen in meine Jugend zurück, da gab es eine riesen kaputte Brauerei, das war natürlich wunderbar, aber das ist sozusagen natürlich nicht, dass wir heute, das heißt, wir haben noch keine Vorstellung davon, wie eigentlich Kinder unabhängig von Eltern in den großen Metropolen sich bewegen können, ohne dass die Eltern nicht fürchten müssen, die Kinder kommen in der Pannen oder sie kommen unter die Räder oder sonst etwas. Das heißt, uns fehlt bisher noch eine wirkliche Vorstellung davon. Und da gibt es ja jetzt, das ist ja ein Ergebnis dieser Studie, die Bosch-Stiftung hat ja sich entschieden, dass sie im Grunde genommen jetzt sagt, wir versuchen jetzt Kommunen, haben sie einen Wettbewerb gemacht und wollen mit Kommunen kooperieren, um zu sehen, wie kann man vor Ort unterschiedliche Initiativen entwickeln, um genau diese Bewegungsmöglichkeit für Kinder wieder zu ermöglichen. Und das Zweite, was ja UNICEF auch aus seiner Studie abgeleitet hat, dass sie jetzt versuchen, praktisch mit Kommunen Verträge zu schließen, um dann im Grunde genommen im Rahmen dieser Verträge bestimmte Zielvorgaben zu definieren für die spezielle Kommune, um zu überlegen, wie können eigentlich Kommunen so aussehen, dass sozusagen die Leute, die in der Kommune leben, die Kinder, die in der Kommune leben, das Gefühl haben, es ist ein kinderfreundlicher Ort. Und ich denke, da kann man, glaube ich, als Wissenschaftler oder auch als Bundespolitiker wenig zu sagen, wie das von oben nach unten geht, sondern da muss man einfach mal gucken, findet man in der Bundesrepublik Orte, die irgendwas Interessantes gemacht haben und wie kann man die weiterentwickeln? Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen und komme da auch wieder auf unser Bildungssystem zurück. Ich glaube, die Erfahrung, die ja Eltern auch selber machen, ist, dass unser Bildungssystem keine Fehlertoleranz hat. Also ja, frühzeitige Fehler auf Seiten der Kinder, sage ich mal in Anführungszeichen, führen zu einem Ausschluss, ja, auf Dauer. Und das wissen Eltern natürlich auch. Ja, die vielbeschworene Anschlussfähigkeit zwischen den unterschiedlichen Bildungsgängen, die ist ja real nicht gegeben. Und ich glaube, dass die Eltern da jetzt mit Blick aufs Bildungssystem schon auf die real existierenden Bedingtheiten reagieren, ja, was man
so auch nachvollziehen kann, aber es ist für die Kinder natürlich sehr negativ. Und das, finde ich, ist auch eine Herausforderung an die Bildungspolitik. Ich erinnere mich da immer an einen Bildungsjournalisten, den, glaube ich, auch viele kennen, der seine E-Mail-Adresse hatte, lobdesfehlers@irgendwas.de, der eben versucht hat, Fehler machen als etwas Positives zu begreifen und als Möglichkeit, aus diesen Fehlern zu lernen. Und da haben wir, glaube ich, auch noch Nachbesserungsbedarf. Ich würde gerne noch eine Frage zulassen und einen Kommentar, glaube ich. Ja, ein Kommentar. Zu dem aller, eine Schlussfrage in die Runde werfen. Zu dem allerletzten. Das stimmt ja. Würden Sie sich noch vorstellen? Achso, ich war 40 Jahre in der Berliner Grundschule. Mein Name ist Helga Wille und ich glaube, dass ich mitreden kann. Das Letzte stimmt in Berlin ja nun wirklich nicht. Mir gegenüber ist eine Schule, da können Sie Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, alles nachmachen und da sind auch abends immer ganz, ganz viele junge Leute. Ich wollte etwas sagen, was mir in letzter Zeit zunehmend aufgefallen ist. Ich bemühe mich, das sehr kurz zu machen. Das ist bei Eltern, wie ich das sehe, da gibt es den einen Teil der Eltern, die sehr, sehr leistungsorientiert sind, also vom 6., 7. Lebensjahr an, das muss doch alles. Und dann gibt es die anderen, die, das ist zumindest mir gesagt worden, aber ich bin jetzt auch schon lange pensioniert, das ist ja alles viel zu viel, was sie verlangen und sie sind viel zu streng, also ist jetzt verkürzt, weil das hat sich auch nie jemand ein Kind bei mir rausgenommen. Die sagen, es muss mehr Spaß sein in der Grundschule. Ich glaube, ich habe gesagt, ich wäre in der Grundschule. Und das muss alles Spaß sein und locker und hier eine Kuschelecke und so. Und da sehe ich noch nicht richtig, wie das die Schulen schaffen sollen. Also ich kenne auch junge Eltern, die schicken ihre Kinder sonnabends zum Chinesischkursus. Mit dreieinhalb. Ja. Ich sage da nochmal ein Beispiel. Also ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben in der 3. Klasse Lernstandserhebungen und ich finde eigentlich Lernstandserhebungen einen vernünftigen Mechanismus, wenn man es gut macht. Das kennt man aus den skandinavischen Ländern auch. Ja. Und zwar als eine systematische Erfassung, ja, Leistungsstand in der Klasse, Leistungsstand in der Schule, um eben zu schauen, welche Unterstützung braucht diese Klasse, welche Unterstützung braucht die Schule. Das ist der Ansatz von Lernstandserhebung. Was wir aber in Nordrhein-Westfalen quasi flächendeckend haben, ist, dass Eltern mit ihren Kindern und die Lehrkräfte in den Klassen mit den Kindern für die Lernstandserhebungen lernen. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Es gibt sogar mittlerweile Materialien zu kaufen für Eltern zum Lernen für die Lernstandserhebung. Und da sieht man einfach zum einen, unter welchem Druck offensichtlich Eltern sich fühlen. Ja, und man sieht auch, wie eigentlich sinnvolle Instrumente in einem System, das einfach ganz anders tickt, dann auch wirklich regelrecht negative Konsequenzen dann haben können und in ihrer Folgewirkung nicht die positiven Effekte zeigen, die sie eigentlich haben könnten, wenn man sie in einem anderen Kontext anwendet. Noch ein Kommentar. Wir bewegen uns gerade sehr so in die Schulpolitik hinein, aber das muss ja kein Fehler sein. Aber ich drohe jetzt auch mit dem Kommentar, endgültig in die Ratlosigkeit abzusinken. Weil ich glaube, Katja, du hast in Teilen recht, aber es ist nicht nur eine Systemfrage. Also ich glaube, dass ein Punkt, und da ist wirklich richtig schwer ranzukommen, ist auch eine Frage, die Haltung der Erwachsenen, wie sie daran gehen. Also ob ich bei der gleichen Ausgangssituation auch Skandinavier testen, auch Kanadier testen, ohne Ende, und trotzdem verbreiten sich dabei ein freundliches Klima, ein unterstützendes Klima. Kinder, ihr schafft das und wir unterstützen euch dabei. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, wie eigentlich Erwachsene ein positives Bild auf die Zukunft vermitteln. Und ich glaube, das spiegelt sich bei den Kindern. Frau Nia, es hat doch irgendwann in der letzten Zeitnummer oder wann, war doch mal diese völlige Sichtweise, wie ist die Einschätzung, haben sich die Risiken vergrößert, ist die Kriminalität größer geworden, überall eine total negative Sicht auf die Zukunft und die Fakten, die dagegen gesetzt wurden, spiegelten das überhaupt nicht wider. Und ich glaube, dass sich Vielfalt in dem Verhalten von Eltern, da spiegelt sich einfach, ich sag mal, ihre eigene Erfahrung und im Gegensatz dazu eine, ich sag mal, falsche Einschätzung der Zukunft der Kinder, um es mal ganz krass zu sagen. Also ich habe ja selber auch Lehrkräfte erlebt,
die bei einem wunderbaren Projekt in der Hauptschule standen und dann hinterher in Anwesenheit der Schüler sagten, ja, und was nutzt es Ihnen, kriegen Sie dann hinterher eine Lehrstelle, wo ich hinterher wirklich hingegangen und gesagt, man sollte sie verprügeln. Sowas vor den Schülern zu sagen, um zu sagen, und da nicht, also wir haben jetzt mal bei meinem schönen Lesepatenprojekt in der Hand, reicht doch keinen Spruch, Kinder haben ein Recht auf optimistische Erwachsene. Und ja, das ist ein Punkt, zu sagen, aber wie man das hinkriegt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, außer dass man gucken muss, wie schafft man bei der Auswahl von Lehrkräften, bei der Ausbildung von Lehrkräften, bei denen auch, also zu versuchen, Haltungen in so einer Richtung zu beeinflussen. Das wäre eigentlich ein super Schlusssatz. Ich weiß nicht, haben Sie Lust auf noch eine kurze, knappe Schlussrunde? Ich habe noch eine Schlussfrage für alle, die hier sitzen. Wenn ich darf. Ja, genau. Also wir versuchen es einfach mal. Tine Stein, wenn ich nochmal, wir sind jetzt im ganz Konkreten und Kleinen gewesen, was ich toll finde, aber zum Schluss nochmal sozusagen weit aufgemacht, Subsidiarität. Wir haben ja so zwei Sachen. Einerseits gibt es so ganz viel Bewegung hin zu dem, was Sie beschrieben haben, It takes a village to raise a child und Nachbarschaft und freiwillige Initiativen und so weiter. Und andererseits erleben wir auch so eine Renaissance des Staates, so der großen Vertrauen auf staatliche Lösungen und mehr Marktskepsis und all sowas als früher. Das sind ja eigentlich so ein bisschen gegenläufige Trends auch. Was ist Ihr Gefühl? Was, bewegen wir uns da so in die richtige Richtung? Ist es irgendwie eine gesunde Mischung so? Oder ist es eigentlich eher, dass so sinnvolle Dinge eher unterentwickelt sind und wir da bei dem, was wir so beschrieben haben in der Studie Subsidiarität, eigentlich noch unheimlich viel dazulernen müssen? Also dieser gegenläufige Trend, dass der starke Staat zurückgefordert wird, der ist ja nun eine Reaktion auf die Deregulierung der in den 90er Jahren und den Nullerjahren, die eben diese Finanzmarkt Entwicklung ermöglicht haben. Und das ist, glaube ich, was anderes als das, was wir hier sehen. Also das finde ich auch aus einer staatstheoretischen Perspektive interessant. Es verändern sich die Staatsbilder je nach den Politikfeldern, mit denen man zu tun hat. Ja? Und was in dem einen Politikfeld richtig ist, nämlich, dass der Staat tatsächlich stark ist und mit Souveränitätsansprüchen allgemeinverbindliche Regelungen durchsetzt, also in der Ökonomie und in diesen neuen Wirtschaften, die ja keine realen Güter und Dienstleistungen haben, sondern sozusagen nur die Verkaufswerte davon widerspiegeln. Das ist in anderen Politikbereichen aber nicht richtig. Also ja, nicht jeder, der mehr Staat im Umweltschutz will mehr Polizei. Genau, so ist es. Und da sehen wir eben, dass wir hier in dem, was wir hier diskutieren, wie kann das kindliche Wohlbefinden und das Wohlbefinden von Jugendlichen verbessert werden, auf eine andere Ebene kommen müssen. Also als diese platte Gegenüberstellung hier Bürgergesellschaft, da Staat. Vielleicht noch ein letztes, zwar auch wieder ein Beispiel, aber was einem ein bisschen die Augen öffnen oder mir die Augen geöffnet hat, war in den USA die Einrichtung AmeriCorps, ja, also Corps AmeriCorps, die jährlich eine Einrichtung, die so zwischen Staat und Zivilgesellschaft angesiedelt ist, die aber jährlich über 2 Millionen Bürgerinnen und Bürger, wie die das nennen, in Service bringen. Wo also junge Leute, die aus der Highschool rausgehen, aber auch Menschen between Jobs in ehrenamtliche Tätigkeiten kommen, ob das jetzt Schülernachhilfe ist, ob das Cleansing-Programme sind, ja, egal was im Umweltschutzbereich, im Bildungsbereich, wo dann so eine minimale Grundversorgung hinsichtlich der Versicherung geschaffen ist, vielleicht auch ein kleines finanzielles Auskommen, aber mitunter auch so eine Anreizstruktur gegeben wird, dass man Teile der ja nicht unbeträchtlichen Summen, die man für eine akademische Ausbildung bekommt, erlassen bekommt. Das finde ich großartig, weil das hier die zeigt, wie Amerika da anders rangeht. Das ist einfach Think Big. Davon sind wir weit entfernt. Und diese Ansätze von freiwilligen Agenturen, von Bürgerstiftungen, die wir haben, die sind toll, aber die sind im Vergleich dazu, was es da an wirklich jetzt an massenhaften Organisationen von
bürgerschaftlichen Engagement gibt einen Klacks gegen. Ja? Also das ist so ein Punkt, wo ich auch gerne vergleichend weiter forschen würde. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, dass es eben zu einem anderen Leitbild auch in den kommunalen Verwaltungen kommen muss, wo sich, glaube ich, viel, viel getan hat, wo es wahrscheinlich nicht mehr wie früher so den an der Fürsorge orientierten Sozialarbeiter gibt, der jetzt mit Einzelfallbetreuung sich alleine aufhält, das nicht mehr. Aber dass das eben auch zum Beispiel in den Fachhochschulen ankommt, bei der Ausbildung, ja, damit sich eben so ein Leitbild auch dauerhaft in den Verwaltungen durchsetzt, das wäre, glaube ich, ein zweiter Punkt, wo man wirklich in der Fläche hin zu einem Paradigmenwandel kommen kann. Frau Dörner, bei den ganzen Themen, die wir angesprochen haben, viel über Kinder und Kitas, kleine Kinder gesprochen. Es ist auch so ein bisschen das Jahr des Kita-Ausbaus wegen Debatte Betreuungsgeld und so weiter, Stichtag. Haben wir im Moment in Deutschland so ein bisschen die Gefahr, dass wir darüber die Jugendlichen vergessen? Das sind ja oft die gleichen Etats, die für beide Gruppen da sind. Fiel mir auf, die Lebensgefährtin des Bundespräsidenten hat sich irgendwie vorgenommen, sich vor allem für Jugendliche zu interessieren, mit der Begründung, irgendwie sie hätte das Gefühl, das sei jetzt so eine vergessene Gruppe. Stimmen Sie dem zu? Also das kann man schon so sehen. Also in den letzten Jahren ist ganz klar der Fokus auf die sehr kleinen und kleinen Kinder gewesen, mit dem Kita-Ausbau, mit den frühen Hilfen, mit dem Bundeskinderschutzgesetz. Das war aber sicherlich auch sinnvoll, weil wir da einfach einen großen Nachholbedarf haben. Die Bundesregierung hat ja etwas gestartet in dieser Legislaturperiode unter dem Motto eigenständige Jugendpolitik. Und als Ansatz ist das auch von allen Fraktionen für richtig empfunden worden. Und gerade das unter einem Fokus, der nicht defizitorientiert ist, der also nicht guckt, was können die alles nicht und was muss man im Alter von 14, 15 Jahren sozusagen als Reparaturmaschinerie anschmeißen, sondern zu schauen, was können sie und gerade auch der Partizipationsgedanke da stärker zu verankern. Wir sind jetzt nicht so ganz glücklich mit den Ergebnissen, aber man muss, glaube ich, auch gerechterweise sagen, gerade die Kinder- und Jugendpolitik und die Jugendpolitik insbesondere spielt sich ja auf der kommunalen Ebene sehr stark ab. Und da haben wir einfach auch auf der Bundesebene gar nicht so viele Möglichkeiten und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da direkt Einfluss zu nehmen. Aber wir sehen natürlich, und da kommt man wieder zur Ausgestaltung unserer Leistungsgesetze im SGB 8, dass wir jetzt mit dem Rechtsanspruch auf einen U3-Platz einen individuellen Rechtsanspruch haben, aber im Bereich der Jugendpolitik auch tatsächlich in einem engeren Sinne, ja, wenn es jetzt um offene Türen oder Jugendzentren und sowas angeht, da gibt es eben keinen Rechtsanspruch. Ja, die Kommunen müssen das nach SGB 8 vorhalten, aber wie sie das tun müssen und dann letztendlich auch, dass es umsetzbar ist bzw. einklagbar ist, dass sie es auch tun, das haben wir halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine besondere Baustelle, die auch länger dauert als eine Legislaturperiode, so eine eigenständige Jugendpolitik dann tatsächlich zu entwickeln. Aber eine Aufgabe ist es und vom Ansatz her teilen wir das, glaube ich, auch interfraktionell und das ist ja auch nicht immer so gegeben bei allen Initiativen, die diese Bundesregierung so gestartet hat in den letzten Jahren. Wollen Sie dazu auch noch was sagen zu den Problem, einerseits großer Fan der lokalen. Das Problem wäre ganz leicht zu lösen. Dieses KJHG ist ja eingerichtet worden, da gab es Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben. Und das Dumme ist, dass wenn jetzt die Rita Süssmuth hier säße, die könnte das viel besser erklären. Freiwillig hieß damals, wie das Gesetz eingeführt wurde, dass sozusagen die Eltern diese Leistung nicht in Anspruch nehmen müssen, sondern sie können. Das war sozusagen von den Eltern ausgedacht. Die klugen Finanzsenatoren haben aber gleich erkannt, wenn das freiwillig ist, kann man das ja auch umdrehen und sagen, eigentlich brauche ich es nicht anzubieten und vorzuhalten. Das heißt, man müsste nur sozusagen in dem KJHG nochmal darüber nachdenken, wie man diese Frage von Pflicht und freiwillig neu definiert. Und das kann der Bund. Denn das ist ja eins der witzigen Dinge, die wir immer vergessen. Obwohl durch die Konnexivität ja im Grunde genommen der Bund da unten nichts mehr zu sagen hat,
Das KJHG ist bei der ganzen Reform damals vergessen worden. Das heißt, der Bund hat die Möglichkeit, über das KJHG bis auf den kleinsten Ort durchzugreifen, weil er sagen kann, wie strukturiere ich diesen Bereich? Da hat der Bund immer noch große Zuständigkeiten. Also da würde ich ungern die Bundespolitik ganz außen vor lassen, weil sie kann da mehr machen. Sie hat ja auch bei den Kindern viel gemacht. Und sie könnte in diesem Bereich, glaube ich, auch noch einiges leisten. Gut, dann haben wir zum Schluss sogar noch etwas geleistet, was als fast unmöglich gilt, nämlich den Bildungsföderalismus an einem kleinen Punkt möglicherweise zu knacken. Wer hätte das gedacht? Vielen Dank in die Runde, vielen Dank fürs Zuhören, für Ihre Fragen, für Ihr Engagement und ich wünsche Ihnen allen gemeinsam noch einen schönen Abend.